Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier in Jerusalem steht der Eichmann-Prozess, der nun schon mehr als einen Monat dauert, noch immer im Zeichen der Dokumente und Zeugenaussagen der Anklage. Sie werden sich zu Hause vielleicht fragen, ob die Vorlage von Hunderten von Dokumenten zur Beweisführung gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann überhaupt notwendig ist. Und Sie werden sich vielleicht auch fragen, ob diese Dokumente neues, den deutschen Justizbehörden unbekanntes Material enthalten. Aber darüber spricht jetzt Dr. Joachim Besser mit Staatsanwalt Dr. Zeug. Zuweilen, meine Damen und Herren, sieht der Eichmann-Prozess aus wie eine Art Papierkrieg. Die Zahl der Dokumente geht inzwischen dicht an die 1000 heran. Für uns Deutsche und für die deutsche Justiz insbesondere erhebt sich nun die Frage, wussten wir das alles nicht, was hier gezeigt wird? Haben wir etwa geschlafen oder sind wir jetzt von den Dokumenten und der Fülle neuer Einsichten überrascht worden? Wir haben hier bei uns Herrn Staatsanwalt Zeug, der nun, wie wir hoffen, auf einige unserer Fragen Auskunft geben wird. Herr Staatsanwalt Zeug, Sie sind als Beobachter hier. Für wen? Für die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Welches ist der eigentliche Zweck Ihres Aufenthaltes hier? Ja, also der Hauptzweck ist der, für unsere Verfahren neues Material zu sammeln. Ja. Neue Dokumente, neue Zeugenaussagen. Mhm. Im Übrigen sehe ich auch einen gewissen Zweck darin, dass ich den Kontakt mit den israelischen Stellen, vor allen Dingen mit der Polizei, die ja schon seit 2 Jahren für uns arbeitet, mit dem Institut Yad Vashem, zu vertiefen suche. Nun, meine Frage, haben Sie nun im Verlauf des bisherigen Prozesses der vergangenen 5 Wochen wesentlich Neues an Dokumenten erfahren, zu sehen bekommen? Ich spreche jetzt nicht von den Zeugen, ich glaube, da waren wir alle erschüttert und überrascht, aber wie war es mit den Dokumenten? Tja, also das wird vielleicht überraschen. Man hat ja befürchtet oder gehofft, dass bei diesem Prozess neues Material bekannt wird. Ja. Vielleicht auch gegen irgendwelche prominenten Persönlichkeiten. Mhm. Bis jetzt ist es so, dass im Wesentlichen sämtliche Dokumente schon bekannt sind. Mhm. Es ist sogar so, dass auch die Zeugenaussagen im großen Teil schon bekannt sind, denn es sind gerade Zeugen, die für uns schon hier durch unsere Polizeibeamten beim Landesstab vernommen worden sind. Man hat gerade die Zeugen daher. Israelische Zeugen, aus unseren Beziehungen zu der israelischen Polizei. Ah ja. Und hatten Sie den Eindruck, dass das, was die Zeugen hier sagen, dass das wirklich die volle Wahrheit ist, so wie Sie es alle dem Gericht versprochen haben? Ja. Das ist etwas, das liegt mir eigentlich besonders am Herzen. Ja. Denn ich habe manchmal gedacht, wenn ich so da saß, wird das ein Außenstehender glauben? Und es ist nun tatsächlich so, ich kann es wirklich in einer ganzen Reihe von Fällen gut beurteilen, weil es Verfahren sind, die ich selbst bearbeite zu Hause. Diese Aussagen, so schrecklich, so furchtbar wie sie sind, die stimmen in wesentlichen Teilen mit den Geständnissen der verhafteten SS-Leute selbst überein. Aha, ich meine, also mehr kann man wirklich nicht sagen. Nein, das ist sehr wichtig, dass Sie das sagen. Nun hat man ja der deutschen Justiz gerade in der ausländischen Presse oft den Vorwurf gemacht, sie arbeite lasch, sie tue zu wenig. Wie kommt es, dass in Deutschland immer noch, oder jedenfalls viele Kriegsverbrecher jetzt erst und so irrsinnig spät? Warum ist zum Beispiel der KZ-Kommandant von Auschwitz, der Bär, so spät gefasst worden? Sure. Hätte man ihn nicht schon früher ergreifen können? Ja, der Grund ist wohl der, dass wir ja zunächst die Prozesse der Alliierten hatten. Wir hatten ja zunächst auf diesem Gebiet gar keine Befugnis, tätig zu werden. Ja. Wir hatten dann später doch mehrere tausend Verfahren in der Bundesrepublik. Mhm. Und man hat wohl, man war der Meinung, es ist weitgehend alles geschehen. Aha. Und als man dann gemerkt hat, anlässlich des Ulmer Prozesses im Jahr 1958, dass doch noch vieles offen ist, seitdem macht man die größten Anstrengungen, das zu bereinigen. Ja. Ich glaube, mehr können wir als Deutsche eigentlich nicht tun. Darf ich zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Zeug, noch zu einem anderen Problem kommen? Mich persönlich hier und fast alle meiner journalistischen Kollegen beeindruckt die Aufnahme, die wir in Israel finden, ungemein. Wir haben alle unendlich viel Gespräche mit Israelis gehabt. Wir sind in Häuser eingeladen worden. Wir werden laufend eingeladen. Und wir sind eigentlich wirklich erschüttert über das, was wir hören müssen. Und erschüttert darüber, dass man uns dennoch so freundlich behandelt.
Darf ich Sie fragen, ob Sie selbst auch ähnliche Erlebnisse haben? Ja, also ich muss sagen, ich habe ähnliche Erlebnisse. Wenn ich ein Beispiel bringen soll, ich habe zum Beispiel hier einen jungen Polizeibeamten kennengelernt, der ein paar 40 Angehörige verloren hat, ein Jude aus Danzig. Ich habe mit ihm hier die Gedenkstätten auf dem Har HaZikaron besucht. Er hat dort plötzlich mir die Hand gegeben und sagte, es ist ein historischer Augenblick. Hier versöhnen sich die jungen Generationen wieder. Also ich muss sagen, das hat mich wirklich erschüttert. Ja. Ähnliche Erlebnisse noch mehr. Ja. Sodass wir hoffen dürfen, dass der Eichmann-Prozess vielleicht doch einen Punkt unter diese schreckliche Vergangenheit setzt. Das glaube ich bestimmt. Und die Tore neu öffnet. Ja, ich glaube also nicht, dass irgendwie eine Verbitterung oder eine Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Deutschland und Israel entstehen wird. Ja. Glaube ich auf keinen Fall. Ja. Vielen Dank, Herr Zeug. Wir selbst könnten Ihnen täglich, meine Damen und Herren, über eigene, tiefgehende Erlebnisse dieser Art erzählen. Aber die Zeit und die geografisch bedingten technischen Schwierigkeiten haben uns Grenzen gesetzt. Wir müssen uns also auf die Berichterstattung über den Prozess selbst beschränken. Staatsanwalt Bach, der die Tragödie der westeuropäischen Juden vor dem Gericht aufrollte, stellte mit dem Zeugen Professor Velaire das furchtbare Schicksal der jüdischen Kinder Frankreichs in den Mittelpunkt. Also, kurz nachdem diese Kinder im Lager ankamen, wurden 4 Frauengruppen organisiert. Ich habe sie organisiert. Diese Frauen standen jeden Morgen schon vor Morgengrauen auf und jede nahm sich eines dieser Kindersäle an, in denen jeweils 100 bis 120 Kinder waren. Sie versuchten, die Kinder zu säubern, die Kleider etwas zu reparieren. Sie hatten aber weder Seife noch Handtücher. Sie konnten nur mit ihren eigenen Taschentüchern und mit kaltem Wasser versuchen, diese Säuberung durchzuführen. Als die Suppe zum Essen kam, gab es nicht einen einzigen Löffel im ganzen Lager. Man musste sich alte Konservenbüchsen bedienen, um die Suppe zu essen. Diese Konservenbüchsen waren natürlich zu heiß, um sie in der Hand zu halten. Und die Kinder waren viel zu schwach, um sich überhaupt zu melden und zu sagen, ich habe meine Portion noch nicht bekommen. Was geschah nun mit den 4000 Kindern? Sie wurden alle abgeschoben, Ende August, Anfang September, in Transporten von je 1000 Kindern, begleitet von 500 Erwachsenen aus Drancy. Alle Kinder wurden abtransportiert? Ja. In einem gewissen Zeitabschnitt wurden sie aus Drancy herausgeführt und zu einer anderen Aufgabe bei der Dienststelle Rosenberg zum Einsatz gebracht, richtiger beim Einsatzstab Rosenberg. Ja, der volle Titel lautete Deutsche Dienststelle am Quai de la Gare 43. Dort wurden wir von Drancy am 3. Oktober 1943 hingeschickt. Wir waren 250 Männer. Zu uns kamen noch 200 Frauen. Wir waren alle entweder Halbjuden oder arisch verheiratet, das heißt Leute, die besondere Rechte hatten und die nicht zum Abtransport vorgesehen waren. Nach mehr als einem Monat erschütternder Zeugenaussagen brachte David Melchior ein etwas freundlicheres Kapitel vor Gericht, nämlich die Rettung der Juden Dänemarks. Und dabei kam auch die Rolle eines Deutschen zur Sprache, der sich unter Gefährdung seines Lebens für die Rettung der Juden Dänemarks eingesetzt hat. Sie hatten von den Plänen der Deutschen irgendwie vorher Nachricht bekommen, nicht wahr? Ja, die Nachricht, die sehr gut fundiert war, besagte, dass die Razzia am Freitag und Samstag der laufenden Woche durchgeführt würde. Die meisten von uns erfuhren dies schon am Dienstag oder Mittwoch und daher hatten wir 3 Tage gewonnen. Diese 3 Tage waren ausschlaggebend für die Rettungsaktion. Die Razzia selbst konnte nicht so rasch durchgeführt werden. Sie dauerte im Ganzen 2 bis 3 Wochen und bis dahin war es den meisten Juden gelungen, nach Schweden zu entkommen oder ein sicheres Versteck in Dänemark zu finden. Von wem stammte die Nachricht, durch die sie rechtzeitig gewarnt wurden? Von einem Deutschen oder einem Dänen? Von einem Deutschen. Es war der deutsche Beauftragte für Schifffahrtsangelegenheiten bei der deutschen Botschaft in Kopenhagen. Duckwitz ist sein Name. Er war nach dem Kriege deutscher Botschafter in Dänemark und ist heute Leiter der Abteilung für osteuropäische Angelegenheiten im Auswärtigen Amt der Bundesregierung in Bonn. Vom ersten Augenblick seiner Tätigkeit in Dänemark hat sich Dr. Duckwitz
gegen die Drangsalierung und Deportation der dänischen Juden durch das Sonderkommando Eichmann gewandt. Er arbeitete aufs Engste mit dem Führer der dänischen Widerstandsbewegung Hethoff zusammen und informierte diesen laufend über die gegen die Juden geplanten Maßnahmen. Als sich die Lage auch für die dänischen Juden zuspitzte und Dr. Duckwitz merkte, dass in kurzer Zeit, wie überall in Europa, furchtbare Dinge geschehen würden, versuchte er, den genauen Termin der geplanten Aktion gegen die dänischen Juden zu erfahren. Nachdem ihm dies in Kopenhagen nicht möglich war, fuhr er buchstäblich wie gehetzt nach Hamburg, um hier das genaue Datum zu ermitteln. Als er nach wenigen Stunden Aufenthalt in Hamburg von Vertrauensleuten das präzise Datum der Aktion Eichmanns gegen die dänischen Juden erfahren hatte, wusste er, dass jede Stunde für das Leben der Juden in Dänemark ausschlaggebend war. Noch in derselben Nacht fuhr Dr. Duckwitz zurück. Aber die Fähre von Deutschland nach Dänemark erreichte er nicht mehr. Ohne zu zögern, mietete er sich ein Fischerboot und geriet dabei im großen Belt in einen furchtbaren Sturm. Nur mit letzter Anstrengung erreichte das Boot Kopenhagen. Vollkommen erschöpft suchte Dr. Duckwitz sofort den Chef der dänischen Widerstandsbewegung auf, um ihm das genaue Datum der von Eichmann gegen die Juden Dänemarks geplanten Blitzaktion zu berichten. Was geschah, als Sie die Nachricht erhielten? Die Führer der Sozialdemokratischen Partei setzten sich mit den jüdischen Organisationen in Verbindung, und zwar bereits am Dienstagnachmittag. Und die Razzia wurde tatsächlich durchgeführt? Was war das Ergebnis? Im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Juden in Dänemark war das Ergebnis sehr dürftig. Für die Betroffenen war es natürlich schlimm genug. Insgesamt wurden 420 Leute gefunden. Wie viele Juden lebten damals in Kopenhagen? 7.700. Die 420, derer die Deutschen habhaft wurden, verschickte man nach Theresienstadt. Und wie gelang es Ihnen selbst zu entkommen? In der Nacht zum Mittwoch beschlossen wir, dass meine Eltern und 5 Kinder zu einem Pfarrer gehen sollten, einem Bekannten meines Vaters in einer der Landgemeinden. Wir packten nur das Notwendigste, Zahnbürste und so weiter, ein, um keinen Verdacht zu erwecken. Wir beschlossen, dass zunächst einer von uns nach Schweden gehen sollte, um alles vorzubereiten. Und wie gelangten Sie nach Schweden? Ich verabschiedete mich von meiner Familie und verließ dann in einem Motorboot mit 2 Fischern und 3 anderen Flüchtlingen Dänemark. Nach 2,5 Stunden waren wir in Schweden. Unsere Fischer hatten Angst, die schwedischen Zollbeamten würden ihr Boot beschlagnahmen, weil man in Schweden ja ganz unvorbereitet war. Sie baten uns daher, schon 300 Meter vor der Küste ins Wasser zu springen. Die Schweden wussten wirklich nicht, was sie mit uns anfangen sollten. Sie brachten uns zur Polizei. Dort warteten wir in nassen Kleidern die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen. Dann kam das Schicksal der Juden in Norwegen zur Sprache. In Zeugenaussagen und Dokumenten wurde bewiesen, wie die Juden Norwegens verhaftet und abtransportiert wurden, um in den Vernichtungslagern den Tod zu finden. Es konnten allerdings auch durch die heldenhaften Bemühungen der norwegischen Untergrundbewegung viele Juden aus Norwegen nach Schweden gerettet werden. Staatsanwalt Bach ruft die Zeugin Henriette Samuel in den Zeugenstand. Henriette Samuel. Und im Jahre 1930 sind Sie mit Ihrem verstorbenen Gemahl, Rabbiner Samuel, nach Norwegen gekommen? Ja. Okay. Er wurde als Rabbiner berufen und im Laufe seiner Arbeitszeit als Oberrabbiner. Amtiert. Als die Deutschen im April 1940 in Norwegen einrückten, wie viele Juden gab es damals in Oslo? Zurzeit gab es 1.700 Juden in Norwegen. In Oslo lebten ungefähr 1.200.
Was war die Lage der Juden Norwegens vor dem Einrücken der Deutschen? Die Juden in Norwegen hatten ein freies, unbehindertes Leben und fühlten sich zu Hause. Sie hatten gute ökonomische Verhältnisse. Es gab keinen Antisemitismus. Die Juden lebten zu Anfang der deutschen Besetzung, vom Jahre 1940 bis 1942, in der Illusion, dass in Norwegen, im Lande eines Henrik Wergeland und Fridtjof Nansen, Hitlers Judengesetze undurchführbar seien. Im Anfang des Jahres 1942 mussten alle Juden in ihre Identitätskarten ein Jud einstempeln lassen. Was geschah mit Ihnen und mit Ihren Kindern? In der Nacht vom 25. bis 26. November bekam ich einen Telefonanruf von Inge. Der lautete: Heute Nacht ist sehr kalt. Ich rate dir, deine Kinder gut zuzudecken. Das genügte mir. Die Telefongespräche waren überlauscht. Ich verstand die Sprache, dass Gefahr ist. Ich weckte meine Kinder und zog sie warm an. Und wie alt waren damals Ihre Kinder, Frau Samuel? Meine Kinder waren 3, 9 und 10 Jahre alt. Und die ganze Gruppe reiste Schweden wohlbehalten? Wir sind Gott sei Dank gesund nach Schweden herübergekommen. Wissen Sie, wie viele Juden überhaupt mit Hilfe des norwegischen Untergrundes nach Schweden gekommen sind? Es sind ca. 850 norwegische Juden von der Untergrund nach Schweden gerettet worden. Haben Sie heutzutage irgendwelche Unterlagen, die das endgültige Schicksal Ihres Mannes klar beweisen? Aus dem Archiv Arolsen habe ich ein Dokument, das mein Mann bereits am 16. Dezember 1942 in Auschwitz umgekommen ist. Der nächste Abschnitt des Prozesses war Berlin gewidmet. Mittels der Zeugenaussage der Gattin des letzten Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, Frau Hildegard Henschel, und mit Hilfe von Dokumenten rief Staatsanwalt Baror das Bild der letzten Jahre dieser größten jüdischen Gemeinde Deutschlands in Erinnerung. Was können Sie dem Gerichtshof über Selbstmordversuche erzählen? Die Selbstmorde begannen unmittelbar vor dem ersten Transport nach Wismannstadt und steigerten sich in einer sehr schnellen Tempo. Die Leute nahmen Veronal, zum Teil auch Ciancali. Ich glaube, mehr Veronal, weil Ciancali viel schwerer zu beschaffen war. Selbstmörder wurden noch behandelt. Es waren ganz strikte Vorschriften, in welchen Abständen sie mit Coramin gespritzt werden mussten. Und wenn sie nicht starben, sondern geheilt wurden, wurden sie dann beschleunigt deportiert. Frau Henschel, ich glaube, Sie erinnern sich einer runden Zahl von Fällen, in denen die Selbstmorde glückten zwischen Oktober 1941 und Anfang des Jahres 1942. Es waren ungefähr 1200. Und das von den Juden Berlins allein? Nur, ja. Es gab wenige Fälle von Familien, weil doch die Menschen nicht den Mut hatten, die Kinder mitzunehmen. Die meisten Selbstmörder waren alte Leute und dann eine ganze Anzahl Menschen, deren zum Beispiel auch Gemeindeangestellte, deren Ehepartner schon umgebracht waren und die nicht länger überleben wollten, weil sie wussten, sie werden auch evakuiert. Und damit, meine Damen und Herren, schließen wir unseren heutigen Bericht aus Jerusalem. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei unserer nächsten Sendung aus Jerusalem. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den vergangenen Tagen herrschte im Gerichtssaal zu Bethan eine fast unerträgliche Spannung, als das Schicksal der ungarischen Juden zur Sprache kam. Anfangs sagte der Zeuge Philipp von Freudiger ruhig und gelassen aus. Der Staatsanwalt fragte dann, ob er Freudiger Eichmann, den er ja im
Jahre 1944 in Budapest öfter getroffen und gesprochen hatte, jetzt identifizieren könne. Darauf sagte Philipp von Freudiger. Zeuge Freudiger, bitte. Sind Sie in Budapest mit Adolf Eichmann zusammengetroffen? Ja. Sie sehen den Angeklagten hier im Gericht. Können Sie ihn wiedererkennen? In meiner Erinnerung war es natürlich der Obersturmbannführer Eichmann in Uniform mit Stiefeln. In seiner Hand eine Pistole. Und er brüllte mich an im Ton und mit der Stimme, die so typisch ist für die Herrenrasse. Dennoch erkenne ich ihn heute hier wieder. Können Sie lesen, was hier auf dieser Karte steht? Ja, das kann ich, natürlich. Wir sind in einem Zug, wir fahren durch Budapest nach Komarow. Wir fahren jetzt quer durch Budapest nach Komarow, SOS und dann Unterschriften Frau Strassberg, Frau Judenstern, Frau Salomonstern. Das waren Freunde von Ihnen, ja. Das waren Bekannte und Freunde, meine persönlichen Freunde. Herr Bach, wurden diese Leute an der Grenze oder bevor sie zur Grenze kamen, festgenommen? Ich glaube, sie wurden auf ihrer Flucht festgenommen. Ein Mann ist auf der Galerie aufgesprungen und schreit etwas auf Ungarisch. Er ruft, uns hat man beruhigt, bis die reichen Juden nach Budapest gebracht wurden. Aber meine Familie ist jämmerlich zugrunde gegangen. Er wird jetzt von Polizisten aus dem Saal herausgebracht. Der Vorsitzende verlangt nach Ordnung und Ruhe im Gerichtssaal. Es ist große Aufregung im Gerichtssaal. Von der Galerie aus wollen die Zuschauer sehen, was los ist. Der Vorsitzende droht, die Sitzung zu unterbrechen. Der Vorsitzende will Ruhe und Ordnung im Gerichtssaal haben. Er fragt das letzte Mal, er bittet das letzte Mal um Ruhe und Ordnung. Ein weiterer Zwischenfall. Es ist ein weiterer Mann aufgesprungen auf der Galerie und schreit. Er schreit in Jiddisch, ein orthodoxer Jude. Wir können nicht verstehen, was er sagt. Der Vorsitzende Richter sagt, der Mann ist aus dem Saal zu verweisen. Wir unterbrechen die Sitzung. Das Gericht hat sich zurückgezogen, weil sich bereits zwei Zwischenfälle ereignet haben und Zuschauer von der Galerie aus in den Saal geschrien haben. Der jetzt 61-jährige Philipp von Freudiger erklärte uns nach der Zeugenaussage. Ich kannte den Mann gar nicht, der geschrien hat. Ich habe ihn noch nicht einmal richtig gesehen. Freudiger wies auch darauf hin, dass er sich vollkommen unschuldig an diesem Zwischenfall fühle. Schließlich habe er schonungslos die Wahrheit gesagt, erklärte Freudiger. Nun, nach 15 Minuten Unterbrechung wurde die Sitzung wieder aufgenommen. Der Vorsitzende teilte in unmissverständlichen, aber nichtdestoweniger ruhigem Ton mit, dass der Gerichtshof in Zukunft bei weiteren Äußerungen im Publikum den Saal mit Ausnahme der Journalisten räumen lassen würde. Diese Warnung des Präsidenten verfehlte die Wirkung nicht und die Verhandlung konnte fortgesetzt werden. Als nächste Zeugin konnte Frau Margit Reich eine Postkarte und den auf Klosettpapier geschriebenen Brief ihres deportierten Mannes, der in Auschwitz ermordet wurde, bestätigen. Mit Erlaubnis des Gerichtes möchte ich eine Übersetzung dieses Briefes haben. Wir möchten Ihnen nicht wehtun, aber wir müssen ihn verlesen. Die Übersetzung lautet wie folgt. Meine liebe Frau, meine lieben Kinder,
Ich habe bereits schon einmal eine Postkarte aus dem Zug geworfen. Ich versuche, euch noch einmal zu schreiben. Zweifellos befinden wir uns hier auf einer langen, langen Reise. Und möge Gott uns helfen, dass wir alle uns wiedersehen. Wir konnten nichts mitnehmen. Was wir hier im Zug mit uns haben, ist nur ein Rucksack. Wir sind alle in einem Waggon, 60 von uns. Ich möchte euch nicht traurig machen. Ich hoffe nur, dass wir wieder zusammenkommen und zusammen werden leben können. Möge Gott uns helfen. Liebe Kinder, sorgt für eure Mutter. Liebe Frau, behüte, was wir haben. Und wenn ich kann, werde ich euch wieder schreiben. Und bis dahin umarme ich euch in Liebe, euer Vater. Auch die Vorgänge um die Vernichtung des tschechischen Dorfes Lidice nach dem Attentat auf Heydrich kamen zur Sprache. Über die Rolle Eichmanns und das Schicksal der 88 tschechischen Kinder von Lidice legte die Anklage dem Gericht folgendes Beweismaterial vor. Es handelt sich um ein Dokument, das auch dem Angeklagten vorgelegen hat. Hier schreibt Krumay: An das Reichssicherheitshauptamt, Referat 4B4, zur Händen Obersturmbannführer Eichmann. Betreff: Überstellung von 88 tschechischen Kindern aus Lidice nach Lodz. Vorgang: Rücksprache mit SS-Obersturmbannführer Eichmann. Er sagt hier, dass am 13. Juni 88 tschechische Kinder von den oben genannten Orten eingetroffen seien. Er sagt ferner, dass er das Referat 4B4 befragt habe, was mit diesen Kindern geschehen sollte und dass das Rassehauptamt inzwischen festgestellt hätte, dass 7 Kinder wieder eindeutschungsfähig seien. Das heißt, 7 der Kinder könnten der deutschen Rasse wiedererstattet und rückerstattet werden. Er sagt, dass er bisher weder von 4B4 noch vom SD Antwort bekommen habe und er sucht dringendst, ihm mitzuteilen, was mit den Kindern zu geschehen habe, da sie ohne alles Gepäck hierher gekommen wären. An der anderen Stelle wird der Angeklagte befragt und erklärt: Erstens muss ich erklären, dass ich mich an den ganzen Vorgang nicht erinnern kann. Es kann sich hier um einen reinen Transportfall gehandelt haben. Mein Dezernat kann es transportmäßig bearbeitet haben. An einer anderen Stelle sagt er: Ich weiß nicht, was befohlen worden ist. Auf Seite 3020 fragt ihn Hauptmann Less: Warum hat man gerade an Sie geschrieben, wegen des Schicksals dieser 88 Kinder? Die Antwort lautete: Vielleicht ist der Waggon einem Judentransportzug einfach angehängt worden. Auch das in der Bundesrepublik bekannte Tagebuch Jochen Kleppers, in dem eine Begegnung mit Eichmann geschildert wird, um Kleppers jüdische Frau zu retten, wird vom Gericht als Beweis angenommen. Vor Gericht spielte sich diese Szene so ab. Und jetzt bitte ich um die Geduld des Gerichts für eine Urkunde, die eigentlich mit dem Schicksal des deutschen Judentums zu tun hat. Ich habe erst jetzt die Beglaubigung erhalten. Es handelt sich um Urkunde Nummer 186. Es ist ein Teil, der letzte Teil eigentlich, aus dem Tagebuch eines deutschen Schriftstellers namens Jochen Klepper. Jochen Klepper war verheiratet mit einer jüdischen Witwe. Und in der gemeinschaftlichen Wohnung lebte auch die Tochter dieser Jüdin aus deren erster Ehe. Im November 1942 wurden, wie dem Gericht ja bekannt ist, Vorbereitungen für die große Aktion gegen die Juden getroffen. Und da Klepper um das Schicksal seiner Frau und seiner Stieftochter bangte, wandte er sich an die schwedischen Behörden und erhielt die Einreiseerlaubnis nach Schweden. Jetzt benötigte er aber noch die Ausreisegenehmigung. Er hatte viele Freunde unter den deutschen Offizieren und er kannte auch den Reichsinnenminister Frick. Frick sagte ihm: Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kann Ihnen nur sagen, verschwinden Sie sofort. Wir stehen vor drastischen Maßnahmen. Eines kann ich für Sie tun. Ich werde dafür sorgen, dass Sie eine Audienz bei Eichmann erhalten.
Klepper erzählt, dass er von Eichmann empfangen wurde und dass Eichmann ihm versprach, den Fall zu prüfen. Er fügte hinzu, er hoffe, es würde klappen. Am nächsten Tag wurde Klepper wieder zu Eichmann vorgeladen. Wir wissen nicht genau, was bei dieser zweiten Besprechung vorgefallen ist. Das Tagebuch endet mit der Eintragung: Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Abraham Gordon, der nächste Belastungszeuge, wurde in Budapest geboren und arbeitete während des Krieges, also nach der Besetzung Ungarns durch die deutschen Truppen im März 1944, auf dem Schwabenberge in Budapest, wo Eichmann eine Luxusvilla bewohnte. Der Zeuge schilderte den Mord an einem jungen Mann namens Schalmon und wie Gordon behauptet, soll Schalmon von Eichmann und seinem Chauffeur ermordet worden sein. Von welcher Pflanzung behauptete man, dass der Junge Obst gestohlen hätte? An der Seite oder vorne? Wir glaubten überhaupt nicht, dass er gestohlen hätte. Ich sagte, behauptete man, dass er gestohlen hätte? Ich entsinne mich leider nicht daran. Waren alle die 15, die dort arbeiteten, junge Juden? Jawohl, auch Schalomon. Sind Ihnen irgendwelche Einzelheiten über den Jungen bekannt? Wo er herkam? Wir wussten nur sehr wenig von ihm. Man erzählte, dass er aus Karpato-Russland, aus der Gegend von Munkacs stamme, von dort nach Budapest geflohen sei und hier Arbeit am Schwabenberg gefunden habe. Sie erzählten dem Gericht, dass sie Eichmann und Slavik zusammen ankommen sahen. Und zwar in der Richtung des Geräteschuppens. Was hatte der Angeklagte damals an? Er trug eine lange Hose und ein helles Hemd. Er hatte keine Uniform an. Vielleicht waren ja die Hosen Uniformhosen, das kann ich aber nicht genau sagen. Jedenfalls hatte sein Hemd eine helle Farbe. Herr Bach, bitte erzählen Sie jetzt im Gerichtshof, was sich dann weiter zugetragen hat. Schalomon wurde im Werkzeugschuppen eingeschlossen und ich sah die beiden in den Schuppen hineingehen. Wie weit war es von Ihrem Standort bis zur Tür des Schuppens? Ungefähr 10 bis 12 Meter. Ich sah, wie Eichmann und Slavik in den Schuppen hineingingen. Die Tür wurde dann zugemacht. Und dann hörte ich fürchterliches Schreien, schreckliches Weinen und den Laut von Prügeln und Schlägen. Erkannten Sie die Stimme des Schreienden? Jawohl, genau, es war die Stimme des Jungen. Und das Weinen und das Geschrei dauerten 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Später hörte ich das Geschrei nicht mehr. Die Tür wurde aufgestoßen. Eichmann kam heraus. Er sah zerzaust aus. Sein Hemd hing heraus, er hatte Flecken auf dem Hemd, es sah wie Blutflecke aus. Waren die Flecken auch auf dem Hemd, als er in den Schuppen hineinging? Nein. Er ging rasch weg und als er an uns vorbeikam, sagte er 2 Worte, übles Mistvolk. Ich habe die Worte genau gehört. Für mich stand es fest, dass er an der Misshandlung des Jungen aktiv beteiligt gewesen war. Und wie kamen Sie zu dieser Schlussfolgerung? Was sahen Sie an dem Angeklagten? Als er hineinging, war er ordentlich angezogen. Als er herausging, hing das Hemd heraus und er hatte Flecken auf dem Hemd. Er atmete schwer und wirkte erschöpft. Auf welcher Seite des Hemdes sahen Sie die Flecken? Auf der Vorderseite oder auf der Rückseite des Hemds? Jedenfalls auf der Vorderseite. Später sah ich auch Slavik. Er kam einige Minuten später aus dem Schuppen heraus.
Ich sah, dass er den Chauffeur suchte. Beide gingen in den Schuppen und schleppten die Leiche des Jungen heraus. Ich sah, dass sie ihn bei den Füßen packten. Das war kein menschliches Wesen mehr. Alles war blutüberströmt. Die Augen waren ein fürchterlicher Anblick. Ich kann es einfach nicht schildern. Es war alles zerfetzt und zerrissen. Man zerrte und man schleppte ihn und warf ihn einfach vor den Hintereingang der Villa. Und dann verschwand der Chauffeur und holte den Wagen. Ich sah, wie sie die Leiche des Jungen im Wagen verstauten. Soviel ich sehen konnte, unter dem Rücksitz. Dann fuhr der Chauffeur weg und kam ungefähr eine halbe Stunde später zurück. Uns wurde befohlen, weiterzuarbeiten. Er sagte uns, und ich erinnere mich an seine Worte genau, er sagte, ich habe das Aas in die Donau geworfen und euer Schicksal wird dasselbe sein, wie das des Jungen. Dr. Hausner stellte den Antrag, auch Ausschnitte aus einigen Dokumentarfilmen über die Judenverfolgung und Judenvernichtung während des Dritten Reiches als Beweismaterial der Anklage zuzulassen. Ich möchte mit Erlaubnis des Gerichts für einige Minuten die Behandlung der Ereignisse in Ungarn unterbrechen und um Richtlinien bitten für eine Entscheidung, die in der nächsten Woche fällig sein wird. Wir möchten nämlich dem Gerichtshof eine Anzahl Dokumentarfilme zur Veranschaulichung und Verdeutlichung dessen vorlegen, was wirklich geschehen ist. Zum Teil wurden dafür schon Beweise angetreten. Über andere grausame und brutale Einzelheiten werden weitere Zeugen im Laufe der nächsten Woche aussagen. Selbstverständlich müssen wir für die Beglaubigung der Geschehnisse, die im Film gezeigt werden, sorgen. Auch in Nürnberg wurden Dokumentarfilme gezeigt. In Nürnberg und im Prozess über Bergen-Belsen. Das sind die beiden Präzedenzfälle, die mir für diese Art von Beweisführung bekannt sind. Sie können dazu dienen, Tatort und nähere Umstände genau festzulegen und aufzuzeigen. Gibt es unter diesen Filmen, die Sie zeigen werden, auch solche, die bereits in einem Gerichtsverfahren vorgeführt wurden? Das kann ich auch nicht genau sagen. Aus den Urkunden über den Nürnberger Prozess geht hervor, dass es eine Beglaubigung der Filme seitens der alliierten Streitkräfte gab. Leider haben wir eine solche Beglaubigung für unsere Filme nicht, sodass wir einen anderen Weg gehen müssen. Es gibt dann auch noch einen weiteren Film, den das deutsche Fernsehen anlässlich dieses Prozesses hergestellt und in Deutschland gesendet hat. Dieser Film hat den Titel Auf den Spuren des Henkers. Die siebte Woche des Eichmann-Prozesses in Jerusalem, meine Damen und Herren, brachte neue Höhepunkte. Als erster Zeuge wurde der amerikanische Professor und Psychologe Gustav M. Gilbert vernommen. Gilbert hatte dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg während der Kriegsverbrecherprozesse als Psychologe gedient. Obwohl Gilbert hier in Jerusalem zum Fall Eichmann selbst nicht viel aussagen konnte, gab er doch ein ungemein interessantes Bild der Psychologie hoher Naziführer. Sie sagten, die Angeklagten und auch die mit ihnen zusammenbefindlichen prominenten Zeugen
kannten noch nicht die Anklage, aber betrachteten die Angeklagten nicht den Vorwurf Verbrechen gegen den Frieden mehr als politisch Kavaliersverbrechen und war nicht der Anklagepunkt, der allen die größte Sorge machte, die Judenverfolgung? Ja, das glaube ich schon. Fingen Sie nicht alle stets von dieser Sache an zu sprechen, ohne dass man Sie zu fragen brauchte? Ja, ich weiß selbst als Vernehmungsoffizier, dass unmittelbar nach der Verhaftung diese Herren schon sorgfältig ausgefragt waren und vernommen wurden. Ich habe viele dieser Vernehmungen selbst gemacht, das stimmt. War nicht die größte Sorge dieser Angeklagten, diesen Punkt Judenvernichtung, wie man sagt, auszubügeln, einen Weg zu finden, um diese Unschönheit etwas zu beseitigen, durch indem man darüber bügelt, wie die Hausfrau sagt? War es dann nicht wesentlich, jetzt jemand zu finden, der nun die Schuld tragen sollte? Und sollte das nicht jemand sein, der nach Möglichkeit verschwunden war oder besser noch, der tot war? Ja, denkbar, Herr Verteidiger, aber kaum möglich, denn jeder... Herr Zeuge, es genügt mir. Ich sage denkbar, aber kaum möglich, weil jeder aus der Schuld herauswurzen wollte oder wie Sie sagen, herausbügeln, aber jeder auf einem anderen Weg. Denn wer nicht SS-Mann war, brauchte nur zu sagen, nun, das war Sache der SS, es hat mit mir gar nichts zu tun. Jeder wusste zum Beispiel, dass Kaltenbrunner Chef der RSHA war, dass Pohl Chef der WVHA war und so weiter. Aber die Herren, die an der Spitze der SS waren, haben alle gewusst, dass Eichmann und Höss unmittelbar mit dieser Vernichtung zu tun hatten. Es kommt nicht darauf an, ob man mit diesem Plan die Sache irgendwie auszubügeln Erfolg hatte, sondern dass man diesen Plan unternommen hat und dass zunächst die Zeugen aussagen, wie hier die Aussage von Höss, darauf abgestellt war. Von einer planmäßigen Verschwörung, die Schuld auf Eichmann aufzuschieben, war absolut nicht der Fall. Ich möchte sagen, dass Eichmann von allen gar nicht ausgewählt war, um die Schuld auf ihn aufzuschieben, sondern wenn es überhaupt so einen gab, dann war es Hitler. Ja, viele haben mir gesagt, Hitler war schuld, er hat den Befehl gegeben. Und dann war es eine Frage, wer hat diesen Befehl ausgeführt? Und das kam allmählich klar zu Licht. Es waren Eichmann und Höss. Fast einen Tag lang, meine Damen und Herren, hat der amerikanische Psychologe Professor Gustav M. Gilbert in Jerusalem im Eichmann-Prozess ausgesagt. Er war der Psychologe während des internationalen Prozesses, Kriegsverbrecherprozesses in Nürnberg und hat dort mit den ganzen Nazi-Größen gesprochen. Er hat hier wesentliche Aussagen zu dem Problem der Nazi-Mentalität machen können. Glauben Sie, dass nun Eichmann nach Ihrer Auffassung ein normaler Mensch ist oder dass er einen psychologischen Defekt hat? Ja, Dr. Besser, er gehört wahrscheinlich zu dem Typ, den ich in Nürnberg mehrfach beobachtet habe, der nicht ganz normal ist und aber keineswegs unzurechnungsfähig. Aha. Das heißt, ein Zwischentyp. Sie haben nun, Herr Professor, aus Ihren Erfahrungen in Nürnberg zwei Bücher veröffentlicht. Einmal dieses Nürnberg Diary und dann ein anderes Buch, Die Psychologie der Diktaturen. Können Sie uns zunächst mal sagen, wann sind die Bücher herausgekommen? Ja, dieses erste ist in 1947. Aha. Und erst dieses Jahr wieder erscheinen in dieser Auflage. Ja. Und es enthält meine Notizen hinter den Kulissen des Nürnberger Prozesses. Ja. Es ist sozusagen ein historisches Dokument, aber gibt einen Einblick in den Charakter der verschiedenen Nazis, wie sie spontan reagiert haben in Nürnberg. Ich kann Ihnen einen kleinen Geschichte erzählen, die
ganz am Ende des Nürnberger Prozesses sich abgespielt hat, als diese abgeurteilten Herren ihren Tod abwarteten. Wir haben sehr viel von Hitler gesprochen. Und jeder hatte eine andere Meinung. Hans Frank zum Beispiel glaubte, dass der Hitler ein Dämon sondergleichen war. Er war der Teufel auf Erde. Aber so ein großer Charakter, dass man ohnmächtig war und nichts machen konnte. Und andere haben sich auch auf verschiedene Weise geäußert. Göring sagt, ja, was wollen Sie denn? Moral hat nichts damit zu tun. Er war ein großer Mann, wollte Deutschland groß machen und so weiter. Ich muss wegen meiner Position in der Geschichte meine Treue halten, denn das deutsche Volk wird mich nie vergeben, wenn ich jetzt aussage, was ich wirklich meine. Darf ich nun zu was anderem kommen, Herr Professor? Ja, Sie wissen ja, dass in diesem Prozess, wie auch in vielen anderen dieser Nazi-Prozesse, das Wort von dem Befehlsnotstand kommen wird. Ja. Und Herr Dr. Servatius, der Verteidiger von Eichmann, wird natürlich auf diese Linie gehen. Glauben Sie nun nach Ihren Erfahrungen und Ihren Gesprächen in Nürnberg, dass man sowohl Eichmann als auch Dr. Servatius dieses Argument abnehmen kann? Das heißt, dass beide daran wirklich glauben können, dass ein Befehlsnotstand vorlag? Ja, ich glaube schon, dass diese Herren, so wie die Herren in Nürnberg, wirklich verstanden, dass es doch eine Grenze gibt zur blinden Gehorsamkeit. Ja, ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass selbst Keitel, Oberbefehlshaber, nein, nicht Oberbefehlshaber, sondern Chef der Oberkommando der Wehrmacht, hat zugegeben, dass er verbrecherische Befehle ausgeführt hatte, das gegen das militärische Gesetz waren. Ja. Während des Prozesses ist einiges herausgekommen, Herr Professor, was mich doch sehr überrascht hat. Es hat sich herausgestellt, dass Sie in Ihrem Koffer eigentlich einen ganzen Schatz von Dokumenten besitzen, der bisher noch niemals veröffentlicht und eigentlich von niemandem, außer vielleicht von Ihren persönlichen Freunden, gesehen worden ist. Besonders interessiert hat mich der Hinweis auf das Tagebuch von Hans Frank. Können Sie uns darüber einiges sagen? Wie steht es damit? Ja, ich habe eine Menge von solchen Dokumenten und geschriebenen Aufsätzen und so weiter, die diese Herren mir gegeben haben, um diese deutsche Tragödie weiter nachzuprüfen und besser zu verstehen. Dieses Tagebuch von Frank, ist das nicht das ist ein dickes Werk, oder? Ja, ein Aufsatz von 1000 Seiten. Schreibmaschinen? Nein, geschrieben. Handgeschriebene Seiten? Handgeschriebene Seiten, kurz vor seiner Hinrichtung. In den 3 Wochen vor seiner Hinrichtung hatte er mir diesen Aufsatz aufgeschrieben, um die Persönlichkeit Hitlers besser zu verstehen. Aha. Ist das eine Art Geschichte des Dritten Reiches? Ja, vom Putsch in Münchner Putsch, Münchner Putsch 23, bis zum Zusammenbruch. Aha. Ja, aha. Alles, was er erinnern konnte über Hitler und die Geschichte des Nationalsozialismus. Sie sagten mir doch, glaube ich, dass Sie in den nächsten Wochen nach Deutschland fahren werden. Ja, ich hoffe, innerhalb 14 Tagen Deutschland wieder zu besuchen, zum ersten Mal nach dem Nürnberger Prozess. Ich bin sicher, dass die Lage in Deutschland jetzt ganz anders ist als damals. Vielen Dank, Herr Professor. Danke sehr, Herr Dr. Besser. Die Hauptzeugen des ersten Tages waren das Ehepaar Joel und Hansi Brandt. Joel Brandt, in Deutschland erzogen, 1934 nach Ungarn gegangen, war in Budapest Vizepräsident des Palästinaamtes. Er ist im Grunde eine tragische Figur. Brandt hat oft mit Eichmann verhandelt. Er identifizierte den Angeklagten im Gerichtssaal ohne Mühe. Wann traten Sie persönlich zum ersten Mal in Verbindung mit Eichmann? Am 25. April. Ich glaube, ich bin absolut sicher über das Datum. Da mir aber einige widersprochen haben, möchte ich nicht auf das Datum schwören. Aber ich bin sicher, es war der 25. April. Können Sie ihn hier im Gerichtshof identifizieren? Gar keine Frage. Ja, seine Haare fehlen, die Brille ist anders. Das heißt gar keine Frage, ja oder gar keine Frage, nein? Gar keine Frage, ja.
Das Zwinkern in seinen Augen und Mund habe ich schon damals beschrieben. Sie wurden also vorhin gebracht und erzählen Sie uns jetzt bitte, was dort geschah. Ich wurde in sein Zimmer im Hotel Majestic gebracht. Das war ebenerdig, war sein Bürozimmer. Und nachdem Sie die Briefe und das Geld bekommen hatten, wurde die Unterredung über die Transaktion fortgesetzt. Ja, da fing Eichmann an. Ob ich mir schon überlegt hätte, was für Waren ich Ihnen anbieten könne, hat meine Antwort, glaube ich, gar nicht abgeantwortet. Er hätte in der Zwischenzeit in Berlin volle Zustimmung bekommen, diese Verhandlungen mit mir zu führen. Und er könne mir auch sagen, worin er interessiert ist. Zum Beispiel in Lastkraftwagen, so sagt er es. Wäre ich interessiert. Wurde die Zahl der Kraftwagen erwähnt? Ja, sagte so, dass alle, sie wollen 1 Million Juden haben. Ich will sie alle haben. Also, ja, 1 Million, darüber reden wir jetzt. 10.000 Lastkraftwagen. 10.000 Masayot. 100 Juden, ein Lastkraftwagen, da kommen sie noch billig davon. Und wenn ich, aber die Lastkraftwagen müssten fabriksneu mit Zubehör, mit Anhängern sein und für den Winterbetrieb eingerichtet sein. Und wenn ich noch etwas Besonderes tun würde, er würde sich erkenntlich zeigen, dann sollten wir einige Tonnen Kaffee, Schokolade, Tee, Seife und solche Sachen aufladen. Er würde sich erkenntlich erweisen. Sagt er etwas über den Zielort, an den diese neuen Kraftwagen zu entsenden seien? Nein, er sagt den Gebrauchsort. Er sagte, dass er könnte meinen Alliierten, ehrenwörtlich versprechen, dass diese Lastkraftwagen nicht am Westwall, sondern nur an der Ostfront eingesetzt werden würden. Was antworteten Sie auf diesen Vorschlag? Ich war überrascht und vom Kopf gestoßen und verzweifelt und glücklich und alles zu gleicher Zeit. Ich stammelte so etwas, dass wer wird mir glauben, wer wird mir eine 10.000 Lastkraftwagen geben? Unglücklich, alle Gefühle sind in dem Moment gehabt. Vielleicht kann man die Jugend retten und das so ein fantastisches Angebot, ich kann das nicht beschreiben. Selbstverständlich ließ sich Dr. Servatius die Gelegenheit nicht entgehen, Joel Brandt ins Kreuzverhör zu nehmen. Immer wieder versuchte der Rechtsanwalt, den Zeugen zu Aussagen zu bewegen, die zeigen sollten, dass Eichmann es war, der die 1 Million Menschen retten wollte. Hat Ihnen der Eichmann offen gesagt, dass von oben der Befehl sei, die Deportationen ständig laufen zu lassen und dass er aber bestrebt wäre, das jetzt abzustoppen durch den Vorschlag? Ja, Verteidiger, in dieser Linie gehört, wenn ich richtig beantworten darf, die Frage, dass Krumay Wislicheni ja gesagt haben, sie hätten unsere Forderungen bei dem für die Judendinge verantwortlichen, im ganzen Reichsgebiet verantwortlichen Eichmann und in Berlin unterstützt. Und wenn wir einen Plan für die Auswanderung aller Juden vorlegen könnten, dann hätte der Aussicht auf Erfolg. Eichmann hat mir nie gesagt, dass er will keine Deportation, er will nicht die Juden retten. Eichmann hat mir gesagt, die Worte, die ich erwähnte, ich habe sie prüfen lassen, festgestellt, dass sie noch leistungsfähig sind. Ich bin bereit, ihnen 1 Million Juden zu verkaufen. Ware für Blut, Blut für Ware. Er hat mir an anderen Stellen gesagt, dass er von seinen höchsten Instanzen Erlaubnis bekommen hätte. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, Erlaubnis oder Befehl oder so etwas bekommen hätte, diese Verhandlungen zu führen. Aber mit keinem Wort hat mir jemals Eichmann gesagt, dass er Wunsch hat, die Deportationen zu stoppen.
Warum hat Eichmann dann so gedrängt und Ihnen auch bei der Ausreise eine so kurze Frist gesetzt? Eben um sie zu verunmöglichen. Wie kann man eine Million Menschen in 8 Tagen, in 14 Tagen evakuieren und so eine Sache erledigen? Sie sagten, Eichmann hätte Ihnen erklärt, es ist deswegen Eile geboten, weil ich nur 14 Tage etwa diesen Abtransport aufhalten kann. Ich kann nur 14 Tage die Leute anderswo hinbringen, vielleicht nach Österreich. Und deswegen müssen sie sich eilen, sonst sitzen meine Vorgesetzten hinter mir. Länger kann ich es nicht aufhalten. Er sagt ganz einfach, ich fange heute an. Aber er versprach und hat leider dieses Versprechen nicht gehalten, dass er wird die Leute nicht sofort nach Auschwitz schicken, sondern zuerst 2 Wochen entweder in der Tschechoslowakei oder in Wien halten. Aber länger könnte sie nicht halten, könnte sie nicht auf Eis legen. Und Alte und Kinder müssten weg. Die Jungen und Gesunden könnten vielleicht arbeiten. Aber leider hat er das nicht gehalten. Er hat mich damit einen falschen Wort weggeschickt. Er hat die Leute gleich nach Auschwitz deportiert. Dem kalten und scheußlichen Vorschlag, 100.000 gegen Lieferung, 1 Million gegen Lieferung von Waren. War dieser Vorschlag mit 10% ein guter kaufmännischer Vorschlag von Seiten Eichmanns? Ich nehme an, dass diese Frage ironisch gemeint ist, sonst verstehe ich sie nicht, mit kaufmännisch. Ja, er hatte gesagt, es wäre eine kalte, berechnende Sache gewesen. Und ich will nun wissen von ihm, ob er das Angebot als ein nüchterner, abzulehnender Vorschlag war, jemand kaufmännisch 10% anzubieten, ehe er eine Gegenleistung erbringt. Er hat mein Leben zerstört, denn er hat mir 1 Million Menschen auf den Buckel gebunden, die leider zum Großteil von ihm ermordet worden sind. Ich bin nicht fertig. Aber auf der anderen Seite, ich gebrauchte auch das Wort, dass ich musste mich, respektive wir mussten, ich spreche nicht von ich, auch an einen Stromhalm halten, wenn wir eine Möglichkeit sahen, Menschen zu retten. Das letzte Angebot von ihm, dass er 10% im Vorhinein gibt, die Installationen in Auschwitz in die Luft sprengt, das habe ich gemeint, ist die Rettung. Das könnte sein die Basis für die Rettung unseres Volkes. Und nun, meine Damen und Herren, auf Wiedersehen und Wiederhören aus Jerusalem in unserer nächsten Sendung am kommenden Dienstag. Die vergangene Woche im Eichmann-Prozess zu Jerusalem, meine Damen und Herren, war eine Woche des Schreckens. Obwohl man hätte glauben sollen, dass die bisherigen Berichte der Zeugen nicht mehr zu übertreffen seien, wurde man doch eines anderen belehrt. Die Darstellungen diesmal trugen neuen Höllencharakter. Die Staatsanwaltschaft widmete die letzte Anklagewoche der Darstellung der Vernichtungslager. Sie ging dabei streng systematisch vor, von einem Lager zum anderen und entrollte ein Bild, dessen düstere Farben jeden entsetzten, der dabei war. Ich war Mitglied der kämpfenden Organisation im Warschauer Ghetto und ich verließ den Bunker dort nach der Niederschlagung des Aufstandes im März 1943. Was veranlasste Sie, den Bunker zu verlassen? Ich war verwundet. Die Deutschen hatten unseren Bunker entdeckt und ließen giftiges Chlorgas einströmen. Wie ich herauskam, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich und alle anderen, die im Bunker waren, vergiftet waren. Und dann wurden sie zu dem berüchtigten Sammelplatz, dem sogenannten Umschlagplatz in Warschau gebracht. Ja, dort standen schon die Waggons bereit. Man lud uns ein und der Zug fuhr ab. Schildern Sie uns bitte, was geschah, als Sie am Bahnhof des Lagers Majdanek ankamen. Als wir dort ankamen, wurden wir schon erwartet. Von wem? Von den Henkersknechten der SS. Sie stellten uns in 5er-Reihen auf und trieben uns unter Schreien und Peitschenhieben vom Bahnhof zum Lager.
Wo wurden Sie im Lager Majdanek untergebracht? Die Baracke, in die ich kam, hatte die Nummer 18. Es gab 22 solcher Baracken und in jeder Baracke waren ungefähr 800 Mann. In einer Baracke waren alteingesessene Häftlinge. Ihre Aufgabe war es, die Neuankömmlinge in die Disziplin des Lagers einzuführen. Welcher Art war die Arbeit in Majdanek? Wir mussten Steine hin und her karren und waren in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe schleppte die Steine, die zweite hatte sie zu Schotter zu zerstampfen und die dritte Gruppe musste aus diesem Schotter einen Weg bauen. Eines Nachts stahl man mir einen meiner Holzschuhe. Ich musste beim Appell in großer Kälte auf einem Bein barfuß stehen. Bald darauf bekam ich hohes Fieber und meine Kameraden schleppten mich in das sogenannte Revier, eine Art Krankenstube. Das war ein großer Glücksfall, denn in der Regel wurde jeder Jude, der erkrankte, sofort erschossen. Wie lange waren Sie in der Krankenstube? Ich bekam dort eine Lungenentzündung mit Komplikationen wegen der alten Gasvergiftung. Sie beziehen sich hier auf die Chlorvergiftung aus Warschau? Ja, die Chlorvergiftung im Bunker in Warschau. Herr Gutmann, als Sie in der Krankenstube waren, sahen Sie einen Marsch von Menschen zu den Gaskammern? Jawohl. Einmal hörte ich Lärm. Und wer auf den Beinen stehen konnte, sprang aus dem Bett und lief zum Fenster. Das Ganze dauerte vielleicht nur Sekunden, denn wir wurden sofort von den Fenstern verjagt und durften nicht hinaussehen. Doch ich konnte einen solchen Marsch von nackten Menschen sehen. Ich sah in ihrer Mitte ein Kind, einen Knaben, vielleicht 10 Jahre alt. Auf seinen Armen hielt er ein noch kleineres Kind. Ich sah auch 2 SS-Leute. Einer zeigte mit dem Finger auf die beiden und rief einem anderen SS-Mann etwas zu. Beide lachten. Herr Freiberg, Sie waren auch Zeuge schrecklicher Misshandlungen und Verbrechen seitens der Wachmannschaft? Ja, es ist schwer zu beschreiben. Eigentlich unmöglich. Ich will nur über einen Tag von vielen berichten. Ich arbeitete in den Lagerräumen, in Sortierräumen. Und wir sortierten die Haufen von Kleidern, die sich angesammelt hatten mit der Zeit. Unser Aufseher, er hieß Paul, sah unter den Sachen im Lager einen alten Regenschirm. Er zwang einen jüdischen Jungen, auf das Dach der Baracke zu klettern und herunterzuspringen. Als er mit gebrochenen Gliedern am Boden lag, wurde er zu Tode geprügelt. Paul wiederholte dieses Spiel mit anderen Juden. Er lachte dabei und sagte zu den deutschen Wachposten, die dabei standen, »Schaut einmal her, es gibt auch Fallschirmspringer unter den Juden.« Der Zeuge Jakob Friedmann, jetzt Angestellter der Stadtverwaltung in Tel Aviv, schilderte das Vernichtungslager Majdanek und Eichmanns Besuch dort. Waren Sie selbst Zeuge von Hinrichtungen in Majdanek? Jawohl, von Hinrichtungen durch Hängen. Wie oft? Täglich. Der Appell war gewöhnlich um 6 Uhr früh. Und bei dieser Gelegenheit wurden dann die Strafen vollstreckt. Es genügte, dass der wachhabende Posten einen Juden aufschrieb und seinem Vorgesetzten anzeigte. Welche Vergehen wurden durch Hängen bestraft? Faulheit bei der Arbeit, Nichterscheinen am Arbeitsplatz oder ganz einfach, wenn jemand dem Lagerkommandanten nicht gefiel. Also, man sagte einem Mann, komm aus der Reihe heraus und hängte ihn ohne weiteres auf? Ja. Einmal warteten sie 1942 auf irgendeine Delegation. Was war das für eine Delegation? Es ging das Gerücht um, dass jemand vom Roten Kreuz kommen solle. Man hielt uns auf dem Appellplatz fest, von früh um 6 bis zum nächsten Morgen. Am nächsten Morgen erschien dann eine Delegation. Wir waren aber sehr erstaunt und enttäuscht. Es waren SS-Leute. Und in ihrer Mitte sah ich Eichmann. In der Mitte der Delegation sahen Sie Eichmann? Ja. Ist das der Mann, den Sie damals sahen?
Ja, er hat sich zwar verändert, aber seine Gesichtszüge sind dieselben. Was tat er im Lager? Er inspizierte es in großer Eile. Ich stand ganz am Ende einer langen Reihe und als Eichmann vorbeiging, hörte ich ihn sagen, das ganze Haufen wegnehmen. Der Polizeioffizier Jakob Biskowitz wurde als 15-Jähriger in das Vernichtungslager Sobibor transportiert und erzählte von einem Aufstand gegen die hohen SS-Offiziere im Lager. Zeuge Biskowitsch, Sie schilderten die Gaskammern. Sie sagten zum Beispiel, dass der Boden sich öffnete, sodass die Leichen nach unten in die Waggons fielen. Haben Sie das mit eigenen Augen gesehen oder schildern Sie, was Sie von anderen gehört haben? Ich möchte noch ein grauenhaftes Erlebnis schildern. Nein, bitte, Herr Biskowitsch, beantworten Sie meine Frage. Hatten Sie die Möglichkeit, die Gaskammern von innen zu sehen? Einmal musste ich ein Fass mit Chlor füllen, als ich in den beiden großen Schuppen im Lager 2 arbeitete. Das Fass stand auf einer Lore und ich schob die Lore in Richtung des Lagers Nummer 3. Ich wollte die Lore am Tor anhalten, konnte es aber nicht. Die Lore rollte weiter, das Tor öffnete sich und ich wurde ein Stück mit hineingezerrt. Ich sah die Schienen der kleinen Bahn, in die die Leichen aus der Gaskammer gekippt wurden. Die Gaskammer von innen konnte ich nicht sehen, nur von außen. Es war aber klar sichtbar, dass der Boden sich öffnen konnte, sodass die Leichen herausfielen. Verstehen Sie bitte, was ich Sie fragen möchte. Sahen Sie selbst, wie sich der Fußboden der Gaskammer öffnete? Nein, ich sah nicht selbst, wie der Boden sich öffnete. Ich sah nur den leeren Raum unter der Gaskammer. Dankeschön, Herr Biskowitsch. Ihre Aussage ist beendet. Ich weiß, Sie haben nicht alles gesagt, was Sie sagen möchten. Wir müssen hier abbrechen. Heute, meine Damen und Herren, sind wir in der Werkstatt von Frau Vera Alexander in Nesziona in der Nähe von Tel Aviv. Frau Alexander, die aus Neustadt in der Slowakei stammt, ist durch nahezu alle deutschen KZs gegangen. Sie wird in der nächsten Woche im Eichmann-Prozess in Jerusalem aussagen, und zwar besonders zum Fall Auschwitz. Frau Alexander ist verheiratet mit dem Maler Stefan Alexander, der in Israel seit langem anerkannt ist und der in diesem Jahr mit einer bedeutenden Ausstellung in der Bundesrepublik erscheinen konnte. Und nun, Frau Alexander, würde ich Sie bitten, uns einiges über das schwere Schicksal zu erzählen, das Sie in den Jahren, in den schrecklichen Jahren der Nazi-Herrschaft erleiden mussten. Im Jahre 1942, im April, bin ich mit meinen Eltern nach Auschwitz gegangen. Meine beiden Eltern sind im Lager umgekommen. Wann mein Vater umgekommen ist, das weiß ich nicht genau, aber meine Mutter war 9 Monate mit mir zusammen. Ich war in Auschwitz bis Ende 1944 und meine persönliche Kalvarie fing an erst nach Auschwitz, wo ich in ein Arbeitslager in Hunsfeld neben Breslau kam und von dort, da die Russen schon nicht weit von Breslau waren, hat man uns evakuiert durch ganz Deutschland. Von Breslau nach Großrosen zu Fuß 5 Tage und 5 Nächte. Ich wollte in Breslau weglaufen und man hat mich verhaftet und ich musste den Wagen ziehen, wo die Sachen der SS aufgeladen waren. Man wollte mich erschießen. Warum man mich nicht erschossen hat, das weiß ich nicht. Von Großrosen gingen wir weiter nach Matthausen. Wir waren ungefähr 1200 Frauen. Wie wir ankamen am Ziel unserer Fahrt, kamen wir an etwas weniger wie 600.
Ich kann mich erinnern auf einen Fall. Wir standen auf einem Bahnhof und neben uns stand ein Lastzug mit ganz verschimmelten Tierknochen. Und wir, die wir noch etwas seelische Kraft hatten, standen wir Wache dort, damit die Frauen nicht von den Knochen nehmen und die abnagen. Aber es ist doch passiert, dass die es genommen haben und unter schreckliche Qualen starben sie dann einige Stunden später. Wir waren in Matthausen, wir waren in Buchenwald und wir kamen an, es war Mitte Januar, 1945 kamen wir an auf dem Bahnhof in München, wo gerade der Hauptbahnhof bombardiert wurde. Und da unser Zug nicht weitergehen konnte, hat man uns herausgejagt vom Zug und wir sind zu Fuß nach Ulm gegangen. Selbstverständlich nicht durch die Autobahn, die wir nicht verseuchen sollten, sondern durch Waldwege. Und bis man einen Zug für uns hergeschafft hat in Ulm, sind wir eine ganze Nacht gestanden von Münster. Von dem Ulmer Münster? Ja. Und unsere SS haben sich wunderbar unterhalten im Rathauskeller, wo ich diesmal, wie ich in Deutschland war, Mittag gegessen habe. Ist Ihnen eigentlich in der Zeit, in der Sie in den Lagern waren, niemals jemand begegnet, den man als einen Menschen bezeichnen könnte? Mir gegenüber vielleicht. Oder einen zweiten Häftling gegenüber. Aber das schließt nicht aus, dass auf der zweiten Seite ruhig Tausende und Tausende Frauen in die Gaskammer schickte. Ja. Nun gingen Sie aber wieder nach Deutschland. Und ich möchte Sie fragen, haben Sie jetzt wenigstens das Gefühl gehabt, dass Sie dort Menschen begegnet sind? Ich bin nach Deutschland gefahren, schon aus dem Grunde, um die Menschen zu treffen. Auf Wiedersehen und Wiederhören, meine Damen und Herren, in unserer nächsten Sendung aus Jerusalem am kommenden Dienstag. Auschwitz, das furchtbarste aller Vernichtungslager während der Nazi-Herrschaft, stand im Eichmann-Prozess in der vergangenen Woche in Jerusalem einen ganzen Tag lang im Mittelpunkt. Die Zeugin Raya Kagan, heute Angestellte im Jerusalemer Außenministerium, berichtete über ihre Arbeit in der politischen Abteilung des Lagers Auschwitz. Zeugin Kagan, also Sie trugen die Todesursachen in die Register ein. Was für Todesursachen? Alle möglichen Krankheiten wie Darmkatarrh, Lungenentzündung, allgemeine Schwäche, Ruhe und so weiter. Mitunter stand da auch plötzlicher Herztod. Dann wussten wir natürlich, dass dies eine Tötung war und kein natürlicher Tod. Es war uns dann klar, dass der oder die Betreffende nicht an einer Krankheit und auch nicht infolge von Folterungen gestorben war, sondern erschossen wurde. Wurde auch manchmal eingetragen, erschossen, hingerichtet? Nein, niemals. Und wie wurden die Vergasten registriert? Gab es auch für Sie eine Kartothek? Ja, die Kartothek der Sonderbehandelten. Wir wussten Bescheid über die sogenannten Selektionen und auch darüber, was mit den Selektierten geschah. Hinter den Namen standen dann die Buchstaben SB. Was bedeutete das? Sonderbehandlung. Als eine Kollegin, die mit mir in der Registratur arbeitete, zu unserem Chef sagte: Herr Unterscharführer, sie ist doch tot. Mensch, Sie sind wohl verrückt. Sie ist SB. Und diejenigen, die direkt von der Rampe in die Gaskammern kamen, wurden auch sie registriert? Nein, über sie gibt es keine Eintragungen und kein Zeichen. Sie erschienen auch nicht in dem statistischen Bericht, den sie nach Berlin schicken mussten? Nein, auch darin nicht.
Lagerkommandant Höss erklärte bei seiner Vernehmung, dass allein Eichmann hierüber Bescheid wisse. Eine Woche vor der Evakuierung von Auschwitz, als die Russen schon vor Krakau standen, kam unser Sturmführer Schulz, ging durch die Zimmer und befahl, alles zu vernichten. Im Lauf dieser Woche sammelten wir alle Karten und Listen der Toten ein. Es war eine gewaltige Arbeit. Von früh bis spät waren wir mit dem Einsammeln und dem Abtransport beschäftigt. Das Material wurde auf Lastautos geladen, die, soviel ich weiß, nach Birkenau fuhren, um alles dort in den Krematoriumsöfen zu verbrennen. Wie unerträglich das tägliche Leben selbst für die gewesen ist, die nicht zur sofortigen Vergasung vorgesehen waren, was die Frauen erdulden mussten und in welcher Form der KZ-Arzt Mengele Appelle abhielt, von alledem erzählte die Zeugin Esther Goldstein. Also fahren wir fort. Man holte sie aus den Waggons heraus und befahl ihnen, ihre Habseligkeiten zurückzulassen. Wer erteilte die Befehle? Ein SS-Mann. Wurden die Frauen von den Männern getrennt? Ja. Frauen und Kinder gingen zusammen? Ja. Ihre Schwester hielt ihren Sohn, der 5 Jahre alt war, an der Hand und einen Säugling auf dem Arm? Ja. Und wer von den Menschen auf diesem Bild, die Sie soeben identifiziert haben, blieb am Leben? Mein Bruder. Von den anderen weiß ich nichts. Ein SS-Mann kam auf meine Schwester zu und sagte, geben Sie die Kinder her. Meine Schwester sagte, nein, das sind meine Kinder, ich gebe sie nicht her. Es gab eine Diskussion und der SS-Mann rief einen Häftling, er solle seinen Befehl ins Jiddische übersetzen. Er wiederholte, wenn meine Schwester am Leben bleiben wolle, solle sie die Kinder hergeben. Sie weigerte sich, nein, sie gehören mir, ich gebe sie nicht her. Darauf riss der SS-Mann die beiden Kinder gewaltsam an sich. Und sie sind nicht mehr am Leben? Nein. Sie waren in Birkenau im Lager C? Ja. Wie viele Frauen waren in jedem Block? 1000 Frauen. Einmal wöchentlich fand der berüchtigte Dr. Mengele-Appell statt. Das Gerücht, dass Dr. Mengele da sei, genügte, um im ganzen Lager Furcht und Schrecken zu verbreiten. Wir mussten uns ausziehen und nackt herumstehen. Wir färbten uns die Wangen, um möglichst gesund auszusehen, denn die Schwachen und Mageren und Blassen schickte Dr. Mengele in die Gaskammern. Wurde bei diesen Selektionen manchmal auch Musik gespielt? Ja, bei so einer Selektion spielte gewöhnlich eine Musikkapelle den ganzen Tag. Das war dann eine der großen Selektionen. Wenn ich Sie recht verstehe, so gab es unter den Blockältesten gute und schlechte. Ja, die meisten waren gut zu den Häftlingen. Wie lebtet ihr Frauen zu 1000 in einem Block? 1000 in einem Block, das bedeutete 12 Frauen auf einer Pritsche. Man konnte nur auf der Seite liegen, Kopf an Fuß und Fuß an Kopf. Wenn einer sich umdrehte, mussten sich alle anderen 11 auch umdrehen. Essen bekamen wir in einer Schüssel für 12 Frauen, ohne Becher, ohne Löffel. Wir zählten die Schlucke, sodass nicht eine von uns mehr bekommen sollte als die anderen. Schauerliche Tatsachen trug eine andere Zeugin vor, Frau Vera Alexander, die heute in Neszyona bei Tel Aviv eine Töpferwerkstatt besitzt. Ihre Aussage belastete insbesondere den KZ-Arzt Dr. Mengele auf das Schwerste. Also, Herr Dr. Mengele, Herr Dualischimza.
Zeugin Alexander, erinnern Sie sich an den berüchtigten Dr. Mengele? Ja, nur zu gut. Wir haben schon manches über Dr. Mengele gehört, aber da ist ein Vorfall, über den Sie vielleicht etwas aussagen können. Erinnern Sie sich an irgendwelche Experimente des Dr. Mengele? Ich sah nur eines dieser Experimente. Was sahen Sie? Im Kinderblock des Zigeunerlagers waren zwei Zigeunerzwillinge. Eines Tages holte Dr. Mengele sie aus dem Block im Zigeunerlager und einige Tage später brachte er sie zurück. Sie waren aneinander angenäht. Erklären Sie das bitte. Meinen Sie, Mengele machte aus ihnen durch eine Operation siamesische Zwillinge? Ja, er nähte ihre Hände zusammen. Ader an Ader, Sehne an Sehne. Die Wunde war schon ganz vereitert. Ich bat den Lagerführer, mich aus dem Zigeunerlager in das Frauenlager zurückzuüberweisen. Was erlebten Sie dort im Lager mit den ungarischen Frauen? Ich erklärte den Frauen, sie sollten niemals sagen, dass sie sich schlecht fühlten. Ich sagte auch, dass die Kinder nie nach ihren Eltern fragen sollten. Warum sagten Sie das? Ich wusste, dass jede solche Bemerkung den Frauen oder den Kindern das Leben kosten würde. Einmal kam Dr. Klein in unseren Block. Er war aus Rumänien, ein SS-Mann und sprach Ungarisch. Er sagte den Frauen, sie würden in ein anderes Lager kommen, wo sie nicht zu arbeiten brauchten und wo sie es viel besser haben würden. Eine der Ungarinnen rief, das ist eine Lüge. Sie zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, die da hat uns etwas ganz anderes erzählt. Weiter kam sie nicht. Dr. Klein holte mich aus dem Block heraus. Warum er mich nicht gleich erschießen ließ, weiß ich heute noch nicht. Waren Sie auch dabei, wie Kinder getötet wurden? Ich war nicht selbst dabei, aber ich erinnere mich an eine Frau, die mit einem kleinen Kind in meinen Block kam. Wir versteckten das Kind einige Wochen lang, aber dann muss die Aufseherin Irma Gräse es erfahren haben. SS-Leute kamen und holten das Kind. Von Leuten, die bei dem Sonderkommando tätig waren, erfuhr ich, dass das Kind in einen Krematoriumsofen geworfen wurde. Die Mutter des Kindes stürzte sich in der gleichen Nacht in den elektrischen Stacheldraht. Ich habe hier einige Bilder, die nach der Befreiung gezeichnet wurden. Ich möchte Sie bitten, sich diese Bilder anzusehen und uns zu sagen, was sie darstellen. Dieses Bild zum Beispiel, sagt es Ihnen etwas? Ja, es stellt eine Prügelszene dar. So sah das aus. Oh ja, und oft sehr viel schlimmer. Die Leute mit den Stöcken sind Kapos. Sie trugen eine Armbinde mit der Aufschrift Kapo. Und was ist das hier? Hier werden Lebensmittel verteilt, aber es ging dabei nicht immer so ruhig zu. Oft war auch das mit Prügeln und Schlägen begleitet. Und was zeigt dieses Bild? Einen Strafappell? Ja, aber so standen wir auch da bei einem gewöhnlichen Appell. Und manchmal mussten sie auch knien und die Hände über dem Kopf halten. Ja. Und was ist das? Eine Selektierung? Ja, hier wird eine Frau auf einen Lastwagen geladen, um vergast zu werden. Fast alle Dokumente, die die Staatsanwaltschaft bisher dem Gericht vorlegen konnte, tragen, soweit sie von Eichmann unterzeichnet sind, die Unterschrift im Auftrage gezeichnet Eichmann. Für das Strafmaß wird es hier in Jerusalem als entscheidend angesehen, ob die Staatsanwaltschaft nachweisen kann, dass Eichmann eben nicht nur im Auftrag handelte, sondern dass er selbst Verantwortung übernahm und selbst die Initiative
bei der sogenannten Endlösung der Judenfrage ergriff. Deshalb wurde Ende der vergangenen Woche lange im Gerichtssaal über das sogenannte Sassen-Dokument verhandelt. Auf diesem Dokument basieren jene Eichmann-Memoiren, die vor Beginn des Prozesses in der amerikanischen Illustrierten Life erschienen sind. Der Angeklagte hat schlicht nichts vor, wonach er bestätigt hat, dass dieses, was niedergelegt ist, seine Aussage ist. Er hat nur stets erklärt, auch bei der polizeilichen Vernehmung, dass eine Besprechung auf Band stattgefunden hat, aber er hat niemals gesagt, dass das, was niedergeschrieben ist, auch der Inhalt des Bandes ist. Im Gegenteil, er hat stets erklärt, das ist verdreht worden. Das sind nicht meine Aussagen. Soviel ich weiß, sagt der Angeklagte, von den Veröffentlichungen im Live-Magazin, sie seien nicht wahr. Aber wie ist es mit den Manuskripten, die von den Tonbändern abgeschrieben wurden? Das ist richtig. Die Live-Ausführungen beruhen ja auf diesen vermeintlichen Tonbandaufnahmen. Bestreitet er auch deren Richtigkeit? Er kannte damals ja den Inhalt der Tonbänder nicht. Er hat das ja jetzt erst gesehen. Was man hier müsste, man müsste anstatt dieses Dokuments den besseren Beweis holen, nämlich den Zeugen Sassen, der es aufgenommen hat, ob er das der Wahrheit gemäß übertragen hat. Ich kann anhand der Unterlagen jetzt schon nachweisen, dass er es in seinem Interesse gedreht hat. So. Ich möchte nur zum Beispiel auf eines hinweisen. Das heißt, in der Einleitung auf Seite 6, da wird die Frage besprochen, dass Eichmann gesagt haben soll, mit Freuden springe ich in die Grube, denn 5 Millionen, jetzt auch Juden oder Reichsfeinde, sind ja umgekommen. Das wird diskutiert. Und dann heißt es hier auf der Seite 6, das spielte keine Rolle, das musste Reichsfeinde heißen, denn ich hasste die Juden ja genauso wie die anderen. Das deckt sich aber gar nicht mit einer späteren Stelle, wo er selbst ausdrückt. Sie finden bei seinen eigenen Darstellungen niemals derartige Ausdrücke. Herr Generalstaatsanwalt, wie denken Sie sich den weiteren Gang der Dinge? Ich beantrage die Annahme dieser Urkunden als Beweismittel. Dann kommt bestimmt Dr. Servatius und beantragt die Vernehmung Sassens in Argentinien. Und dann sitzen wir hier und warten. Vom Standpunkt der Rechtshilfe ist Argentinien von Israel nicht weiter entfernt als Deutschland. Ich bin dessen nicht so sicher. Und ich möchte bemerken, dass wir uns schon in einem sehr vorgerückten Stadium des Verfahrens befinden. Ja, aber dieses Dokument ist von solcher Bedeutung, dass ich ohne Rücksicht auf das fortgeschrittene Stadium des Verfahrens jede Anstrengung machen werde, um es als Beweisstück vorzulegen. Das Gericht hat mit Stimmenmehrheit beschlossen, die Urkunde, welche der Generalstaatsanwalt als Dokument Sassen bezeichnet, nur insoweit als Beweismittel zuzulassen, wie der Schriftsachverständige Hauptmann Hagak die Echtheit der Handschrift des Angeklagten bestätigt hat. Der Teil des Antrags des Generalstaatsanwalts, der hierüber hinausgeht, wird abgelehnt. Richter Halevi ist anderer Meinung. Er möchte das Dokument Sassen in vollem Umfang als Beweismittel zulassen, mit Ausnahme derjenigen Tonbandtexte, auf denen keinerlei Korrekturen oder Anmerkungen des Angeklagten zu finden sind. Nach 43 Verhandlungstagen hat die Anklagevertretung ihre Beweisführung im Wesentlichen abgeschlossen.
In den 74 Sitzungen, die bisher stattfanden, wurden vom Generalstaatsanwalt mehr als 1400 Belastungsurkunden dem Gericht vorgelegt. Die Aussagen der 112 Zeugen der Anklage umfassen rund 5000 eng beschriebene Schreibmaschinenseiten. Dr. Gideon Hausner ersucht jedoch das Gericht, trotz der Fülle der bisher vorgelegten Dokumente, falls irgendwelche Unterlagen aus Versehen nicht vorgelegt wurden, dies noch in einer späteren Phase des Prozesses tun zu dürfen. Mr. Hausner, anachnuna sercher vet haftsakake deile afsher le Dr. Servatius. Herr Hausner, wir machen jetzt eine Pause, um es dem Verteidiger zu ermöglichen, das Material, das bis jetzt vorliegt, zu verarbeiten. Nach der Pause werden wir kein völlig neues Material zulassen. Sollten jedoch wichtige Einzelheiten nachträglich bekannt werden, möchten wir das Tor nicht ganz schließen. Neue Beweismittel müssen aber sehr gründlich gesiebt werden, gewissermaßen mit einem Haarsieb. Herr Hausner, vielleicht können Sie innerhalb von 2 Tagen Herrn Dr. Servatius die Urkunden zeigen, die Sie noch einreichen möchten, damit er weiß, was er zu erwarten hat. Ja, so wollen wir verfahren. Die heutige Sitzung war ursprünglich nicht vorgesehen. Die Pause hat später begonnen als zunächst geplant. Was meint Dr. Servatius hierzu? Ich bitte die heutige Sitzung nicht zu meinen Lasten zu verbuchen, sondern mir diese zugesagte Woche zu gewähren für die Vorbereitung der Einvernahmungsangeklagten. Also, die nächste Sitzung ist am Dienstag, den 20. Juni. Sie beginnt um 8:30 morgens und dauert bis 10:30. So werden wir es auch im Laufe der darauf folgenden Woche halten und danach beschließen, was weiter geschehen soll. Nun, meine Damen und Herren, ab Dienstag, den 20. Juni, hat die Verteidigung das Wort. Wir werden Ihnen auch darüber ausführlich berichten. Auf Wiedersehen bei unserem nächsten Bericht aus Jerusalem. Zum ersten Mal hat Eichmann nun nach 10 Wochen des Schweigens selber gesprochen. Zuweilen schien es, als käme Hitlers Stimme aus dem Glaskasten im Gerichtssaal zu Jerusalem. Es war der Jargon des Dritten Reiches, der auf uns eindrang. Es war, als stünde jene Zeit des Unheils noch einmal auf, als wären die 20 Jahre gar nicht vergangen. Eichmann sprach von Versailles, das an allem schuld sei. Er sprach von einem Kampf, der auf die Fahne geschrieben stand. Er benutzte das gesamte Wörterbuch des Unmenschen. Er bezeichnete den Zweiten Weltkrieg als einen Krieg, der uns aufgezwungen worden sei. Einen Augenblick lang war es, als sei die Geschichte stehen geblieben. Nichts zugelernt, nichts begriffen, umsonst, dachte man. Aber dann erholte man sich, man sah ein, dass dort nur ein mäßiger Bürokrat über Dinge redete, die im Grunde über seinen Horizont gingen, dass er wiedergab, was ihm seit seinem Beitritt zur NSDAP eingetrichtert worden war. Noch ein Wort zum System der Verteidigung. Dr. Servatius hat sich darauf eingelassen, Eichmann als kleines, hilfloses Rädchen in der Maschinerie des totalen Staates darzustellen. Das zwingt ihn nun dazu, alle Ministerien und hohen Verwaltungsbehörden des Dritten Reiches zu belasten. Wider Willen zeigt er damit, dass es viel mehr einflussreiche Mitwisser am Judenmord in Deutschland gab, als wir uns oft eingestehen. Als erstes Stück des neuen Prozessabschnittes, meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt die Vereidigung Eichmanns und die Darlegungen von Dr. Servatius über seine Methodik der Verteidigung. Sie haben also 3 Wege vor sich, um das nochmal zu wiederholen. Oder A, Blischwua. Eine Erklärung ohne Eid. Oder A, Bischwua.
Eine Erklärung unter Eid. O Stika. Oder Schweigen. Maritzonha. Was wählen Sie? Erklärung unter Eid. Legen Sie die rechte Hand auf die Heilige Schrift. Ich schwöre nicht auf die Bibel, ich schwöre bei Gott. Da ich nicht konfessionell gebunden bin, sondern gottgläubig. Sie dürfen den Eid ablegen, wie Sie es wünschen. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Dass meine Aussage in diesem Gerichtsverfahren. Dass meine Aussage in diesem Gerichtsverfahren. Tije emet. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Kolha emet. Die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Veraka emet. Und nur die Wahrheit sein wird. Nur die Wahrheit sein wird. Und jetzt bitte antworten Sie auf die Fragen, die Ihnen Ihr Anwalt stellt. Jawohl. Okay. Herr Präsident, meine Herren Richter. Es stehen sich in diesem Verfahren zwei Welten gegenüber. Die Welt der Leidenden und die Welt der Herrschenden. Die Opfer und der Apparat des Diktators. Es gibt ein Oben und ein Unten. Es ist die Welt der Cäsaren, die kennt keine Tränen. Die Verteidigung wird den Apparat des Diktators darstellen und die Stellung, die der Angeklagte darin einnahm. Sie wird zeigen, dass die Einschaltung des Angeklagten in die Judenverfolgung die notwendige und für den Angeklagten unabwendbare Folge des politischen Wollens der Staatsführung war. Es wird klar werden, dass die Beschuldigung, der Angeklagte sei schlimmer als Hitler gewesen, eine nachträgliche Konstruktion ist. Es wird sich ergeben, dass die Angabe, der Angeklagte habe die mildernden Befehle der Vorgesetzten sabotiert, ebenso falsch ist wie das offensichtliche Märchen, das selbst Himmler vor dem Angeklagten gezittert habe. Die wesentlichsten Dinge, nämlich seine persönliche Kenntnis von den Vernichtungsvorgängen, hat der Angeklagte selbst aus freien Stücken offenbart. Eine richtige Beleuchtung der Urkunden durch die Verteidigung wird zeigen, dass die Verantwortung für die Geschehnisse allein bei der politischen Führung liegt. Es wird sich zeigen, dass die höchsten staatlichen Stellen zunächst die Grundlage für die Verfolgung und Vernichtung schufen. So das Ministerium des Innern, das Justizministerium, das Wirtschafts- und Finanzministerium und sonstige Stellen. Diese Stellen erließen die Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien. Und diese Bestimmungen waren die rechtliche Voraussetzung für die Verfolgungsmaßnahmen. Ohne sie hätte der Angeklagte nicht einen Schritt unternehmen können und er hat auch ohne sie keinen Schritt getan. Herr Zeuge, es ist von der Anklagebehörde ein Dokument vorgelegt worden, in dem sie erklärten, dass sie freiwillig nach Israel gekommen seien, um sich hier einem Gericht zu unterwerfen. Haben Sie eine solche Erklärung abgegeben? Jawohl. Haben Sie diese Erklärung freiwillig abgegeben? Nein. Blau. Wie ist diese Erklärung zustande gekommen? Ich war nach dem Überfall in Buenos Aires an ein Bett gefesselt. Und da wurde ich aufgefordert, eine freiwillige Erklärung abzugeben, mich einem israelischen Gericht zu stellen. Ich erwiderte darauf, dass ich vorzöge, wenn mich dieses Kommando der argentinischen Polizei übergeben würde. Das wurde abgelehnt. Dann wurden mir die Fesseln abgenommen. Es wurde mir diktiert, was ich aufzuschreiben habe. Und nachdem ich das geschrieben hatte, wurde ich wieder ans Bett gefesselt. Ich meine, das kann man nicht gut freiwillig nennen. Sie sind einer Partei beigetreten,
die die Judenverfolgung auf ihr Programm geschrieben hatte. Können Sie eine kurze Erklärung geben, warum Sie dieser Partei beigetreten waren und was Sie zu der Judenfrage zu sagen haben? Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hatte auf ihre Fahnen den Kampf gegen Versailles geschrieben. Versailles war um jene Zeit das Brandwort, um das sich alle Not im Reich drehte. Versailles war die Ursache gewesen der Landabtretung, der Wehrlosmachung, der Entrechtung und der Wirtschaftsnot. Jene Wirtschaftsnot, die in 7 Millionen Arbeitslosen ihren sichtbaren Ausdruck fand. Als ich Anfang 1932, als der Höhepunkt des Parteikampfes festzustellen war, in die NSDAP eintrat, da war um jene Zeit das Programm der Judenbekämpfung in ein Stadium der sekundären Linie abgerutscht gewesen, denn mit dem Kampf gegen die Juden konnte die Partei nie an die Macht kommen. Der Hebel um jene Zeit war angesetzt gewesen und galt dem Kampf gegen das herrschende System, das System als Verstrecker des Diktates von Versailles. Hitler wurde Regierungschef und über das Ermächtigungsgesetz und den alsbald folgenden Tod Hindenburgs wurde er zum unumschränkten Herrscher in Deutschland. Dies nicht zuletzt durch die Unterstützung, durch die eminente Unterstützung der deutschen Schwerindustrie, des deutschen Großhandels und der deutschen Großbanken. Dass die damalige Staatsführung nach den ersten schnellen Siegen in dem dem Deutschen Reich aufgezwungenen Kriege im Überschwang dieser Siege in Überheblichkeit einer vermeintlichen Unbezwingbarkeit verfiel und im Gefolge dieser Einstellung dann zu törichten, sinnlosen und hemmungslosen Maßnahmen schritt, eine Tragik, die niemand vorausahnen konnte, auch ich nicht, denn dazu war mein Dienstgrad zu klein und meine Dienststellung zu gering. Dies ist meine Antwort auf Ihre Frage. Noch ein Personalbericht, ein Datum trägt er nicht. Dort wird anerkannt, dass Sie Fähigkeiten in der selbstständigen Verwaltung haben und anerkannter Spezialist seien. Unterschrieben vom SD-Führer des SS-Oberabschnitts Donau. Was waren das für Fähigkeiten, die hier besonders anerkannt wurden? Ja, das stimmt. Das waren meine inzwischen mir angelernten Fähigkeiten auf dem Gebiet des Auswanderungswesens, des an sich sehr komplizierten Gebietes. Ich hatte damals sämtliche Bestimmungen der Einwanderungsländer, sämtliche Höhen der Vorzeigegelder, sämtliche passtechnischen und sonstigen Schwierigkeiten im Kopf und so konnte ich sehr wohl um jene Zeit auf diesem Gebiet als Spezialist gelten. Aber das war meines Erachtens eine Spezialisteneigenschaft, die beiden Teilen zugute kam. Denn es konnten ja in jener Zeit 2/3 des in Österreich wohnhaft gewesenen Judentums zur Auswanderung gebracht werden. Hier handelt es sich um das Bemühen Eichmanns, Hebräisch bei einem Rabbiner zu lernen. Warum wurde es abgelehnt, dass Ihnen der Zuschuss für den Unterricht erteilt wurde? Mein damaliges Wollen war eine Sache, die teils verlacht, teils misstrauisch beachtet und bedacht wurde, denn es war etwas Ungewöhnliches auf alle Fälle, dass ein SS-Angehöriger auf einmal zu dem Gedanken kommt, Hebräisch lernen zu wollen. Und so kam es, dass ich mir um jene Zeit von Samuel Kaleko, ein
Unterrichtsbuch kaufte zum Selbststudium. Und als das nun nicht mehr voranging, hatte ich ein Gesuch gemacht, bei einem Rabbiner Hebräisch zu lernen. Diese Genehmigung wurde mir sicherlich aus Sorge meiner Vorgesetzten zuerst nicht erteilt. Ich hätte es sicherlich einfacher gehabt, hätte ich in diesem Gesuch nicht geschrieben, dass die Unterrichtsstunde 3 Mark kostet, sondern wenn ich den Vorschlag gemacht hätte, am besten ist es, wir sperren mal einen Rabbiner ein und dann hat er vom Gefängnis aus mir Unterricht zu geben. Aber diese Einstellung lag mir nicht. Ich habe mich um jene Zeit erkundigt, was der allgemeine das allgemeine Stundenhonorar für solche Angelegenheiten sei, erfuhr, dass es 3 Mark wäre und machte auf dieser Basis mein Gesuch an meine Vorgesetzten. Hat man nicht auch geäußert, man hätte Sorge, dass sie sich von dem Rabbiner beeinflussen ließen? Ja, das meinte ich ja darunter, wenn ich sagte, dass man Sorge trug, dass ich hier mich allzu sehr mit einem jüdischen Rabbiner einlassen würde. Denn ich kann mir vorstellen, dass durch das Studium, durch die Zweisamkeit anlässlich des Studiums, sich auch Gespräche ergeben hätten, die auf einem anderen Gebiet gelegen hätten sein können, als dies lediglich die Erlernung der hebräischen Sprache gewesen wäre. Bei der Darstellung des sogenannten Madagaskar-Planes, der eine Auswanderung der Juden auf diese Insel vorsah, meinte Eichmann, auch Theodor Herzl, der Begründer des modernen politischen Zionismus, habe ja Madagaskar für eine mögliche Lösung gehalten. Herzl hatte allerdings nicht von Madagaskar, sondern von Uganda gesprochen. Abschließend steht noch eine Bemerkung, Ländereien in Klammern Madagaskar. Was veranlasste Sie zu dieser Notiz? Eine jede Lösung musste eine halbe Maßnahme sein. Nicht nur für die Länder, aus denen die Juden auswanderten, sondern auch die Länder, in denen die Juden einwanderten und letztlich und am hauptsächlichsten für den Juden selbst. Ich hatte um jene Zeit, wie ich schon sagte, den Judenstaat gelesen gehabt und erkannte, dass das Thema Nummer 1 und das Wichtigste, das Ei des Kolumbus förmlich, das wäre, dem Judenland, eigenes Land unter die Füße zu stellen. Und damit würden sämtliche Schwierigkeiten automatisch in Fortfall kommen. Diese Gedanken, die ich damals hatte, die ich hier kurz telegrammstilmäßig zum Ausdruck bringe, hatten mich veranlasst, dieses als weitere Lösungsmaßnahme heranzusetzen. Ja, und es schien mir, dass dies die einzige und richtigste Lösungsmaßnahme überhaupt darstellen würde. Und habe hier in Klammer die Idee Madagaskar reingesetzt, denn ich sagte mir damals, ich erinnerte mich damals, dass selbst Herzl in seinem Buche, obwohl schwer von Palästina abgehend, sich mit einer Notlösung Madagaskar vorübergehend einverstanden erklärt hat, trotz der Schwierigkeiten innerhalb seiner eigenen zionistischen Kreise. So war das, möchte ich mal sagen, ein kurzer Hinweis dafür oder eine kurze Erinnerung für mich dafür, dass man eben bei Schwierigkeiten irgendein Land vorläufig einmal, es ist ja ganz egal welches, die Hauptsache Grund und Boden unter die Füße. Das war der Sinn dieser Notiz im Punkt Arabisch 3. Der Eichmann-Prozess beschäftigt in Israel nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder. Schüler des Universitätsgymnasiums in Jerusalem erhielten von ihrem Zeichenlehrer Jonah Mach den Auftrag, den Eichmann-Prozess und die mit ihm zusammenhängenden schrecklichen Geschehnisse im Bild darzustellen. Herr Jonah Mach, der selbst Maler ist, wird Ihnen die Aufgabe, die er stellte, und die Bilder erläutern. Wie nun unsere Kinder auf die von mir gestellte Frage künstlerisch reagierten, das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Die in jedem Kind natürlicherweise schlummernde Sensationsgier wollte von mir durch die Art meines Unterrichts in schöpferische Bahnen gelenkt werden. Ich habe zusammen mit Dr. Besser
aus einer Serie von ca. 40 Bildern 9 ausgewählt und ich gestatte mir, sie Ihnen jetzt zu zeigen und zu erklären. Dieses Kind, 12 Jahre alt, sah nur Brand. Brand und Feuer, Häuser und Vernichtung. Ein anderes Kind sah mehr. Nicht nur Brand und Rauch, auch das Gewehr. Aber wessen? Das Gewehr der Aufständischen in den Ghettos? Das Verteidigungsgewehr unserer heutigen Armee? Oder das Gewehr der SS? Wer weiß. Was geschah eigentlich? Fragt dieser 13-jährige Junge. Kämpften zwei Ideen, zwei Völker, Nazis gegen Juden, Mensch gegen Mensch. Auf jeden Fall versteht der Junge, dass alles aufging in Feuer, Mord, Krieg und Vernichtung. Nur die Flamme der Trauer bleibt. Einsam in der Ecke stehend, auf einem sensiblen, violetten Untergrund. Hier ist ein dynamisches Bild. Die Bewegung vom hellen, positiven Himmel links oben zum roten Nichts rechts unten. Auch die Menschen mussten dorthin in dieses Unbekannte. Dieses 14-jährige Mädchen weiß bestimmt genau, was diesen Menschen dort passierte. Menschen hinter Stacheldraht. Menschen nackt, ohne Kleidung, ohne Persönlichkeit, Kind oder Greis, dasselbe Schicksal. Alles gehalten in einem fast kranken Gelb, Grau und Schwarz. Und hier die Wirkung, die reale Tatsache ist dargestellt, nicht aber die Ursache. Diese bleibt wieder abstrakt und unausgedrückt. Ein Hineinstürzen in den schwarzen Abgrund, in das selbstgegrabene Massengrab. Dieser Junge fragt nicht, er antwortet. Stark muss man sein. Auch wenn das Schicksal zuschlägt, standhalten, verwurzelt in die Erde, im Glauben an das eigene Volk. Das Weltgeschehen geht weiter. Was bleibt zurück? Kein brennendes, feuerisches Rot. Nur ruhige und stille Farbtöne. Gleichsam in Freundschaft verbunden, in einer Umarmung wie zwei Menschen. Die zerstörende und zerstörte Vergangenheit bleibt begraben. Aber sie wird nicht vergessen. Neben der trauernden Mutter neue, junge Blüten. Vielleicht meint das Kind das neue und junge Israel. Mir scheint, es glaubt an die Zukunft, an bessere Menschen. Dies, meine Damen und Herren, waren die verschiedenen Reaktionen von Kindern des Hebräischen Universitätsgymnasiums zum Eichmann-Prozess, gesprochen in Farbe, Form und Linie. Meine Aufgabe in diesem Falle war es, das sinnliche und geistige Empfinden positiv zu beeinflussen und die bildenden Kräfte zu erwecken. Ich habe Eichmann während des ganzen Prozessverlaufes jeden Tag, Stunde für Stunde, genau beobachtet, mehr als 10 Wochen. Ich habe nie zerknirscht, reuig oder gar tief nachdenklich gesehen. Aber in diesen Tagen im Zeugenstand ist er förmlich aufgeblüht. Es ist eine Harmonie in seinem Wesen. Er sieht fast glücklich aus. Er sieht glücklich aus, wenn er dem Gericht sein Wissen vortragen und wenn er in seinem Glaskasten in Akten wühlen darf. In diesen Tagen kann man den Eindruck gewinnen, Eichmann ist sich gar nicht bewusst, dass er vor seinen Richtern steht. Er sieht nur die Autorität, vor der er sich produzieren kann, ja, wie er es immer getan hat. Und sein Verteidiger, Dr. Servatius, unterstützt ihn dabei. Die Urkunde ist vom 30. Januar 1939. Es wird durch die Reichszentrale gegründet unter Führung von Heydrich. Leiter der Stelle ist SS-Gendartenführer Müller. In den Ausschuss kommen Vertreter des Auswärtigen Amts, des Reichsministers der Finanzen, des Reichswirtschaftsministers und des Reichsinnenministers. Herr Zauger, waren Sie nicht Leiter dieser Reichszentrale in der Wirklichkeit? Nein, ich war nicht Leiter dieser Reichszentrale. Darf ich aber ergänzend
hinzufügen, dass vor dem Dokument 1368, das eben in Behandlung steht, vom 30. Januar 1939 noch das Dokument Nummer, Staatsanwalt Nummer 460 vom 24. Januar 1939 bedeutsam ist, denn es ist die Göringsche Bestallung Heydrichs zum Leiter dieser Reichszentrale. Das Schreiben ist an den Reichsminister des Innern gerichtet. Und hier werden als Angehörige dieser Reichszentrale einmal der gesamte Eisenlohr bestimmt und zum Zweiten der Ministerialdirektor Wohltat vom Beauftragten für den Vierjahresplan. Das Dokument, das gegenständlich ist, nämlich 1368, das bestellt Müller nicht zum Leiter dieser Reichszentrale, sondern lediglich zum Geschäftsführer dieser Reichszentrale. Und es ist richtig, dass hier die Vertreter sämtlicher Zentralinstanzen beteiligt waren. Der Grund war die Schaffung gesetzlicher Maßnahmen und dann sollte an das Vermögen der Juden irgendwie rangekommen werden. Genau, weil vorne marsche mi azu menahel hamer kasase, ken? אני אולי פונה לנאשם יותר טוב. האם זה נכון שמי... ממתי זה? Ich wende mich an den Angeklagten. Ist es richtig, dass Sie von Dezember 39 ab Leiter der Zentralstelle für das ganze Reich waren? Herr Präsident, ich ersuche den Angeklagten aufzustehen, wenn der Gerichtshof sich an ihn wendet. Entschuldigung. Also, was haben Sie jetzt zu sagen? Das Wort Leitung der Reichszentralstelle ist nicht glücklich gewählt von Dr. Löwenherz. Und es wird bestätigt durch die beiden Dokumente, die ich eben vortragen durfte, wonach nämlich Leiter der Reichszentrale gemäß der Göringschen Bestellung der Chef der Sicherheitspolizei und des SD war und gemäß einem Funktionsbefehl dieses Leiters, also Heydrich, wurde zum Geschäftsführer der Amtschef 4 Müller bestellt. Diesem Amtschef 4 Müller war ich als Referent unterstellt, sodass ich als Beauftragter des Geschäftsführers zu gelten habe. Das wäre die richtige Formulierung statt dem Wort Leiter. Herr Zeuger, haben Sie mit dieser Umsiedlung zu tun gehabt? Mit der Gesamtumsiedlung habe ich nur insoweit zu tun gehabt, wie das der Name meines Dezernates schon besagt, fahrplanmäßig, transporttechnisch. Aus diesem Grunde ist ja das Sonderreferat geschaffen worden, um solche Mängel abzustellen. Es heißt auf Seite 1 unter anderem, die Leute mussten bis zu 8 Tagen in verschlossenen Eisenbahnwagen sitzen, ohne ihre Notdurft verrichten zu können. Das sind Schwierigkeiten, die aufgetaucht waren in einer Zeit, als das Sonderreferat noch nicht tätig war. Die Taktik der Verteidigung hat eine ziemlich klare Linie, wie bisher sichtlich. Eichmann und Dr. Servatius wollen beweisen, dass die wahren Schuldigen unter der höheren Ministerialbürokratie des Dritten Reiches zu suchen sind. Es ist dies eine Notiz aus dem Auswärtigen Amt vom 3. Juni 40 von Rademacher. Überschrieben kurzer Überblick über die neu aufzunehmenden vordringlichen Aufgaben des Referats D3, also Deutschland Abteilung 3. Diese vordringlichen Aufgaben sind wie folgt aufgeführt. Erstens, Erbitten einer grundsätzlichen Festlegung des deutschen Kriegsziels in der Judenfrage von Herrn Reichsaußenminister. B. Trennung zwischen Ost- und Westjuden. Ostjuden in den zeugungskräftigeren und talmudsicheren Nachwuchs für jüdische Intelligenz bilden, bleiben als Faustpfand in deutscher Hand, in Klammern Lublin, Fragezeichen, um die Amerika-Juden lahmzulegen
Westjuden aus Europa, in Klammern Madagaskar. C. Jüdisches Nationalheim in Palästina, in Klammern Gefahr eines zweiten Roms. Sammeln der sachlichen Unterlagen, Anzahl der Juden in den einzelnen Ländern, die für die Evakuierung notwendigen Geld- und Transportmittel und die dafür möglichen Fristen und so weiter. Nach Mitteilung aufgestellt für Reichsaußenminister RAM. Ich bin nicht ganz sicher, ob es so heißt. Hat Reichsaußenminister der grundsätzlich der Vorbereitung der Abschiebung der Juden unleserlich zugestimmt? Aus Europa. Aus Europa. Von Europa zugestimmt. Ja, aus Europa zugestimmt. Es geht weiter, es soll im engen Einvernehmen mit dem Dienststellen, mit der Dienststelle des Reichsführers SS vorgegangen werden. Herr Zeuge, hat Herr Legationsrat Rademacher sich mit Ihnen wegen dieser Angelegenheit in Verbindung gesetzt oder eine andere Stelle des Auswärtigen Amts? Es war eine reine Auswärtige Amt interne Angelegenheit. Um jene Zeit war ich sehr beschäftigt gewesen. Das Datum war Juni 1940, mit dem sogenannten Madagaskar-Plan. Und den Erinnerungen zufolge und beim Lesen dieses Dokumentes konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, als wenn seitens des Auswärtigen Amtes um jene Zeit alles getan werden wollte und sollte, damit um die Führung in der Lösung der Judenfrage der Sicherheitspolizei nicht alles zu überlassen, das Auswärtige Amt ebenfalls hier kräftig im Rennen mitmachte, soweit es sich um das Ausland handelte. Und darüber hinaus darf ich noch feststellen, dass mir beim Lesen dieses Dokumentes zwei Worte besonders aufgefallen sind. Das ist einmal das Wort zeugungskräftig und Faustpfand. Das sind besonders das erste Wort habe ich nach 1945 wiederholt gelesen, als mir unterstellt. Und hier finde ich diese Worte bereits 1940. Die Befehlsgebung ging aber aus von Heydrich oder von Müller, weil ich in grundsätzlichen Angelegenheiten nicht nur nichts entscheiden konnte, sondern weil ich erstens einmal mich von Haus aus, und zwar seit 1939, da ich entgegen meinem Willen zum Geheimen Staatspolizeiamt nach Berlin versetzt wurde, vom dem kleinen Weisungsrecht, das an sich jedem Dezernenten normalerweise zusteht, keinen Gebrauch gemacht habe, sondern dass ich jeden Vorgang, ob er nun wichtig oder unwichtig war, meinem unmittelbaren Chef vorlegte mit der Bitte um Weisung respektive Befehle. Dafür war ich bekannt gewesen, nicht nur in meinem Dezernat, sondern im Amt. Also diejenigen Beamten, die gesetzliche Basis für die Judenverfolgung geschaffen, seien schuld. Er, Eichmann, habe nur diese Gesetze befolgt, die vom Reichsinnenministerium, dem auch, wie aus der Verhandlung hervorgeht, Dr. Klopke angehörte, entworfen wurden. Im Gerichtssaal kam dies folgendermaßen zum Ausdruck. Zu Seite 23, da heißt es, dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD unmittelbar unterstellt, sind nun folgt eine Reihe von Ämtern. Wie hat sich das auf Ihre Dienststellen ausgewirkt, wenn Sie dazu Stellung nehmen wollen? Von all diesen Ämtern und Referaten wirkte sich an sich nur ein einziges aus, nämlich die SS- und Polizeigerichtsbarkeit unter dem Sturmbannführer Regierungsrat Dr. Hensch. Denn diese SS- und Polizeigerichtsbarkeit, gewissermaßen im Hause untergebracht, die saß einen, um es einmal vulgär auszudrücken, stets und ständig im Genick. Und hier musste man besonders Acht geben, einmal im Hinblick auf die Beachtung der Verschlusssachen, also das sind geheime Reichssachen und so weiter. Herr Zeuge, Sie müssen sich kürzer fassen. Es ist wertvoller, wenn Sie kurz sprechen, damit es richtig und gut übersetzt wird, als wenn Sie lange Sätze machen. Es erschwert die Arbeit der Dolmetscher und das Verständnis. Jawohl.
Weiter weise ich darauf hin, dass unten eine Geheimregistratur des Amtes 4 vermerkt ist, die neben der Referatsregistratur besteht, was für die Aktenprüfung von einer gewissen Bedeutung sein kann. Auf Seite 7 ist 4b4, sind die Judenangelegenheiten, Räumungsangelegenheiten. Und jetzt ist das Referat vergrößert um Einziehen volks- und staatsfeindlichen Vermögens, Aberkennen der deutschen Reichsangehörigkeit. Es war zweifellos eine Folgeerscheinung der Initiative der Abteilung 1. E, glaube ich, heißt sie, des Innenministeriums unter Hering und Locke im Hinblick auf die Bemühungen der Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit und der Einziehung des Vermögens von Juden. Wie dies ein hier vorliegendes Dokument zweifelsfrei beweist. Es ist die Niederschrift über eine Besprechung vom 15. Januar 1941 betreffend Ordnung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse im Großdeutschen Reich. Es ist dies eine grundlegende Besprechung, die im Reichsministerium des Inneren stattfindet, bei der Abteilung 1. Die Anwesenheitsliste befindet sich auf Seite 9, vor dem Entwurf der Verordnung. Es sind 4 Vertreter des Reichsinnenministeriums dort, und 2 Vertreter des Reichssicherheitshauptamts, das Auswärtige Amt und Justizminister, Finanzminister, alle maßgebenden Behörden sind vertreten. Auf Seite 2 wird gut erkennbar, was mit dieser Besprechung bezweckt war, nämlich die Aberkennung der Staatsangehörigkeit mit den Folgen, die sich daraus ergeben. Es heißt doch am Schluss auf der Seite, das Reichsinnenministerium schlage daher unter Zurückziehung des früheren Entwurfs vor, allen Juden deutscher Staatsangehörigkeit im Inland wie im Ausland die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen und sie zu Staatenlosen zu machen. Das Ergebnis ist im Entwurf einer Verordnung über das Vermögen von Juden im Ausland, die die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, zusammengefasst. Herr Zeuge, Sie waren selbst nicht vertreten auf der Sitzung, sondern 2 andere. Das ist der Dr. Rajakovic, ein Rechtsanwalt von 4D4, also jemand, der zu Ihrem Referat gehörte, und ein Regierungsrat Neifeind, der wohl zum Amt 2 gehörte. Wollen Sie einmal erklären, was diese beiden Herren dort getan haben und was sie ihnen berichtet haben? Ich darf zuvor die Stellung der beiden Teilnehmer klarstellen. Der Dr. Rajakovic war ein auf Kriegsdauer eingezogener Reservist der Waffen-SS, der dem Dezernat 4W4 zugeteilt wurde. Der Regierungsrat Neifeind war ebenfalls Jurist und gehörte zum Amt 2, wie dies der Geschäftsverteilungsplan auch aufweist. Der Ministerialdirigent Hering oder Ministerial Blocke, ich weiß es heute nicht mehr, welcher, hatte über dem Amtschef 4, also Müller, zu dieser Besprechung eingeladen. Der Amtschef 4 ordnete an, wer zu dieser Sitzung abzustellen sei. Nachdem es sich um ein rein juristisches Problem handelte, wurde der Befehl erteilt, den Dr. Rajakovic abzustellen. Wie haben sich nun diese gefassten Beschlüsse auf Ihre Tätigkeit ausgeübt? Das muss ja doch einen Einfluss gehabt haben auf die weiteren Tätigkeiten. Dieser Entwurf, der seitens der Abteilung 1 des MDI vorgelegt wurde, war, soviel ich weiß, die Basis für die darauf folgende 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz. Sie war darüber hinaus die Basis schlechtweg
die gesetzliche Basis schlechtweg, um Deportationen von Juden aus dem Reichsgebiet, das heißt von Juden deutscher Staatsangehörigkeit in der Folgezeit, zu ermöglichen. Diese gesetzliche Basis, die machte es den Spitzenbehörden sehr bequem, hier ihre Deportationsanordnungen in grundsätzlicher Hinsicht zu erteilen. Darüber hinaus wurde die Frage der Vermögensregelung mit dieser Frage angeschnitten und erledigt. Und beide Fragen waren späterhin gleichsam Vorbild für eine ähnliche Regelung, zum Beispiel in Frankreich. Ich kann mich im Augenblick nicht an andere Länder erinnern, in Frankreich weiß ich es ganz genau, wo hier die örtlichen deutschen Bevollmächtigten oder Missionschefs auf die französische Regierung Einfluss nahmen, mag auch sein, der Höhere ist ein Polizeiführer, nach diesem Muster ihre Juden auszubürgern, weil aufgrund dieser gesetzlichen Basis eben die Deportationen leichter durchzuführen waren. Wenn man solche Antworten hört, meine Damen und Herren, stellt man sich unwillkürlich die Frage, was hat Eichmann im Dritten Reich tatsächlich getan? Nach seiner eigenen Darstellung war er nur ein Handlanger, ein Bote und manchmal nicht einmal das. Ich bin mit dieser Aktion nicht befasst worden. Lediglich in seiner zweiten und letzten Phase, nämlich der reinen Transportangelegenheit. Finanzielle Dinge, die lagen im Zuständigkeitsbereich der Haupttreuhandstelle Ost. Es kam bisweilen, wenn auch selten vor, dass mir der Amtschef 4, mein unmittelbarer Vorgesetzter, Müller also, den Befehl gab, mich unverzüglich oder dann und dann beim Chef der Sicherheitspolizei zu melden, um Befehle entgegenzunehmen, in dieser oder jeder Hinsicht. In den nächsten Tagen wird Eichmann, unterstützt von Dr. Servatius, weiter allein als Zeuge vor den Richtern stehen. Über den Verlauf werden wir Ihnen gewissenhaft wie bisher berichten. Also, meine Damen und Herren, auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei unserer nächsten Sendung aus Jerusalem am Freitag, den 30. Juni, um dieselbe Zeit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Noch hat im Eichmann-Prozess die Verteidigung das Wort. Und es ist wie ein Alpdruck, nicht nur für mich, nein, für alle deutschen Journalisten, die seit Dienstag vergangener Woche, bisher also insgesamt 45 Stunden, diesem Mann zuhören und ihn sehen mussten. Wie Eichmann spricht, wie er sich selbst darstellt, ich muss sagen, es ist fast unerträglich. Er darf seine Aussagen sitzend machen. Und so sitzt er auch meistens. Nicht wie ein Angeklagter, sondern wie der Assistent seines Verteidigers, der mit gründlicher Aktenkenntnis aushilft, seinen Fall dem Gericht vorzutragen. Wer ist vor? Dr. Servatius, von Ihnen nur der im Kisalo einfach scharf. Minister Pnimnen Meliha Frick. Bederich Klal Shamanu, Sche Hayuk Fufim. Dr. Servatius, ob wir nicht jetzt vom Angeklagten eine Erklärung hören sollten über die Beziehungen der Sicherheitspolizei und des SD und des Innenministers? Bisher hörten wir, dass Weisungen und Befehle von Himmler erteilt wurden und dass die Sicherheitspolizei und der SD nur Himmler unterstanden. Hier ist ein Widerspruch, den man aufklären sollte. Herr Zeuge, Sie haben die Frage gehört. Das Verhältnis
Reichsminister des Innern, zu Reichsführer SS und zu den unterstellten Dienststellen. Himmler hatte mehrere Funktionen in seiner Person. Er hatte ursprünglich die Funktion des Reichsführers SS. Dann bekam er die Funktion des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei. Später bekam er dann auch die Funktion des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums. Diese letzte ist aber unerheblich jetzt. In seiner Eigenschaft als Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei saß Himmler, wenn ich das mal so ausdrücken soll, im Reichsinnenministerium und hatte denselben Dienstgrad wie vergleichsweise der amtierende Staatssekretär Stuckart. Nun haben sich, bedingt durch die Eigenart und die Eigenwilligkeit Hitlers und Himmlers, im Laufe der Zeit Schwierigkeiten herauskristallisiert, die stets und ständig zu Reibereien Anlass gaben. Dieses war letzten Endes auch der Grund, warum in einem Jahre, das ist mir nicht mehr geläufig, ich möchte glauben, es war 1943, dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei das Reichsinnenministerium als Reichsminister übertragen wurde. Hoheim Ascherseret Alchaya Sharni Ministerium Hapnim Le Heidrich. War denn Himmler überhaupt ein Glied in der Kette der Rangordnung und Zuständigkeit? Oder gingen die Befehle nicht vielmehr direkt vom Innenministerium an Heidrich? Als Chef des Sicherheitsdienstes unterzeichnete Heidrich ja auch Polizeiverordnungen. Konnte der Innenminister nicht einfach Polizeiverordnungen durch Heidrich erlassen, unter vollständiger Umgehung Himmlers? Das wäre nach dem Reglement selbstverständlich möglich gewesen. Aber ich durfte schon sagen, die Eigenwilligkeit in den Personen ließ das nicht immer zu. Unter Heidrich zum Beispiel war es möglich und wurde sicherlich auch gemacht, dass Heidrich die Sache einfach an sich riss, zum Teil ohne vorher seinen Chef Himmler zu befragen, ihn vielleicht allenfalls dann zu unterrichten von dem Geschehenen. Kaltenbrunner war wieder vorsichtiger. Es war ein Charakter, ein Kunktator und nicht ein solcher Draufgänger gewesen, als Heidrich es war. Und aus dieser persönlichen Veranlagung heraus resultierten auch die Einhaltung oder Nicht-Einhaltung der Dienstwege, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es ist ein Schreiben Heidrich an Ribbentrop. Inhalt: Heidrich erklärt, die Kennzeichnung ist allgemein gebilligt, also fallen auch die ausländischen Juden darunter, aber im internen Verhältnis will ich entgegenkommen und nicht auf der Durchführung bestehen. Herr Zeuge, die Anklage hat ausgeführt, dass das Schreiben auf Ihre Veranlassung zurückzuführen sei. Können Sie sich dazu erklären? Jawohl. Als erstes darf ich sagen, dass dieses Schreiben vom 24. September 1941, das eben genannt wurde, eine förmliche Antwort Heidrichs auf die Vorstellung des Büros des Reichsaußenministers bezüglich der Wünsche des Reichsaußenministers ist. Zwischen diesen beiden Briefwechseln nun wurde die Polizeiverordnung erlassen. Ich konnte vorhin zum Ausdruck bringen, dass sämtliche Zentralinstanzen hier, soweit sie beteiligt waren, an dieser Polizeiverordnung arbeiteten, wie der Inhalt es ja auch zweifelsfrei ergibt. Und inzwischen wurde am 15. September 1941 die Polizeiverordnung erlassen. Heidrich befahl daraufhin die Abfassung eines Schreibens nach den Stichworten, die er befahl, und in
diesem Schreiben gibt er förmlich triumphierend dem Reichsaußenminister zur Kenntnis, ich habe sowieso diese Wünsche berücksichtigt, siehe in der Polizeiverordnung sowieso, wonach die Juden ausländischer Staatsangehörigkeit ausgenommen wurden. Aber ich möchte doch bitten, dass, falls außenpolitische Bedenken in Fortfall kommen können, diese Angelegenheit nochmals mit mir besprochen wird, zwecks Generalerfassung. אני חושב שלא שמעת את השאלה, וזאת לא הפעם הראשונה. Einen Augenblick. Ich glaube, Sie haben die Frage nicht beantwortet. Sie wurden nicht befragt, den Brief im Allgemeinen zu beschreiben, sondern Sie wurden befragt, was Ihr Anteil an diesem Schreiben war. Alles andere ist augenblicklich nicht augenblicklich überflüssig. Die Disposition zum Briefentwurf gab in der Regel der Amtschef seinem Dezernat. Nach dieser Disposition musste das Dezernat befehlsgemäß den Brief schreiben. In der Regel wurde er je nach Empfänger einige Male umgeändert und es wurde gleichzeitig vom Amtschef durch Farbkreuzverfügung dem Dezernat mitgeteilt, ob er als Amtschef dieses Schreiben zu unterschreiben wünscht oder ob dieses Schreiben der Chef der Sicherheitspolizei zu unterschreiben wünscht. Dass Sie sagen wollten, dass dieser Brief TAF 685 von Ihnen gemäß den Anordnungen Heydrichs verfasst worden war und Heydrich durch Sie dann zur Unterschrift vorgelegt wurde. Ist das so richtig? Jawohl, das ist richtig. Die Verteidigung hält sich also im Wesentlichen an Dokumente und Beweisstücke, die bereits von der Anklage vorgelegt wurden. Und doch kann man feststellen, dass Dr. Servatius ganze Kapitel dieser Dokumente überspringt, als seien sie nie dagewesen, als seien sie nie eingereicht worden. Und dann plötzlich greift er ein Dokument heraus, wie gerade dieses. Punkt 4. Es besteht in diesem Winter die Gefahr, dass die Juden nicht mehr sämtlich ernährt werden können. Es ist ernsthaft zu erwägen, ob es nicht die humanste Lösung ist, die Juden, soweit sie nicht arbeitseinsatzfähig sind, durch irgendein schnell wirksames Mittel zu erledigen. Auf jeden Fall wäre dies angenehmer, als sie verhungern zu lassen. Punkt 5. Im Übrigen wurde der Vorschlag gemacht, in diesem Lager sämtliche Jüdinnen, von denen noch Kinder zu erwarten sind, zu sterilisieren, damit mit dieser Generation tatsächlich das Judenproblem restlos gelöst wird. Herr Zeuge, ist Ihnen das Schreiben zugegangen und was ist darauf veranlasst worden? Wenn mir das Schreiben zugegangen wäre und ich es in meinen Händen gehabt hätte, so würde ich mich ganz sicherlich trotz der 20-jährigen Vergangenheit zufolge seines drastischen Inhaltes entsinnen können. Ich kann daher wahrheitsgemäß versichern, dass ich dieses Schreiben nie bekommen habe. Ich darf im Anschluss daran noch an die bisherigen Erläuterungen noch versuchen festzustellen, ob dieses Schreiben überhaupt abgegangen sein kann. Und zwar in dem Anschreiben heißt es, ich wäre Ihnen gelegentlich für eine Stellungnahme dazu dankbar. Links heißt es ZDA zu den Akten. In solchen Fällen war es bürokratisch üblich, den Vorgang nicht zu den Akten zu verfügen, sondern auf Wiedervorlage zu legen. Außerdem wäre für mich dieser Vorgang, hätte ich ihn bekommen, die erste Andeutung gewesen auf die physische Vernichtung der Juden, wohingegen ich mich genau entsinnen kann, dass die erste diesbezügliche Äußerung, die ich hörte, von dem Chef der Sicherheitspolizei SD Heydrich fiel, zeitlich bedeutend später. Für das Recht, für den Juristen, ist der Angeklagte Adolf Eichmann vorläufig keiner Schuld überführt. Und Dr. Servatius
kann ihn jetzt noch als Herr Zeuge ansprechen. Noch erfreut er sich aller Rechte, eines der Tat nur Verdächtigen, der unbescholten ist, solange bis das Urteil vorliegt. Wie Eichmann sich in den vergangenen Tagen verteidigte, dokumentieren die nun folgenden Ausschnitte aus dem Gerichtssaal. Einer der Höhepunkte der Unverfrorenheit war die Behauptung, er habe sich nach der berüchtigten Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 zwar vom Ergebnis befriedigt, aber wie Pontius Pilatus frei von Schuld gefühlt. Hier diese Aussage. Herr Zeuge, aus den Bemerkungen, glaube ich, zu den Sassen-Memoiren scheinen Sie aber auch sehr zufrieden gewesen zu sein. Wollen Sie das mal erklären? Jawohl. Nur ist diese Zufriedenheit aber auf einem anderen Sektor zu suchen, als wie etwa die heidrische Zufriedenheit. Und ich bitte mir zu gestatten, hier einige nähere Ausführungen zu machen, denn nur so wird diese meine Stimmung um jene Zeit verständlich werden. Heidrichs Zufriedenheit hing mit dem Ergebnis der Konferenz zusammen. Meine Zufriedenheit hing zusammen mit der Prüfung meiner Person zum Ergebnis der Wannsee-Konferenz. Ich hatte mir Rechenschaft abzugeben, inwieweit mein Ich mit dem Ergebnis der Konferenz in Zusammenhang steht. Und hier fand ich für mich die Beruhigung im Denken daran, dass ich trotz meines relativ kleinen Dienstgrades als Oberstleutnant und vor dem noch geringerer gradmäßiger Natur bestrebt gewesen bin, von mir aus Ausschau zu halten nach Lösungsmöglichkeiten, nach glimpflichen Lösungsmöglichkeiten, für beide Teile tragbar, aber nie kommend zu einer solchen blutigen Gewaltlösung. Und dass diese meine Worte nicht jetzt im Augenblick von mir gegeben werden, da ich vor den Schranken eines israelischen Gerichtes stehe, sondern dass diese meine Worte erhärtet werden können, bezeugen einmal meine Bemühungen im Hinblick der Organisierung im Chaos des Auswandern müssen und des Auswandern wollen. Zum anderen meine Bemühungen im sogenannten Radom-Projekt. Drittens meine Bemühungen im Madagaskar-Projekt. Dieses Dokument steht in unmittelbarer Beziehung zum Ergebnis der Wannsee-Konferenz. Und wiederum steht dieses Dokument in direktem Zusammenhang mit dem zu Beginn der heutigen Sitzung behandelten Dokument TAF 730, worin festgehalten wird, dass die einzelnen örtlichen Stellen verhalten worden sind, die Zahlen der für die Evakuierung in Frage kommenden Juden dem Reichssicherheitshauptamt mit Ausnahme der in diesem Erlass festgesetzten Ausnahmen zu berichten sind. Diese Zahlen lagen nun also vor. Aufgrund dieser Zahlen musste mein Dezernat befehlsgemäß mit dem Reichsverkehrsministerium den Fahrplan erstellen, denn die Deportierung war in der Wannsee-Konferenz festgelegt. Es handelt sich nebenbei bemerkt um die dritte Evakuierungswelle. Zwei Evakuierungswellen waren dieser vorausgegangen im Jahre 1941. Und nun hatten sich bei diesen beiden Evakuierungswellen im Jahre 1941 die beiden ersten großen Evakuierungswellen von Juden aus dem Reichsgebiet nach dem Osten Schwierigkeiten ergeben, die der Chef der Sicherheitspolizei SD, Heiderich, damals
persönlich erfuhr und er in Zukunft die einzelnen Staatspolizeistellenleiter persönlich verantwortlich machte für die strikte Durchhaltung dieser Richtlinien. Machen Sie nicht so lange Sätze, wie sie im Schriftverkehr gemacht werden, sondern Sie müssen sich kurz fassen und knappe Sätze, nicht wahr, damit der Übersetzer mitkommt. Das kann sonst niemand folgen. Ich danke Dr. Servatius, dass er mir die Arbeit abgenommen und den Angeklagten darauf hingewiesen hat. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen erwähnte Dr. Servatius auch das tragische Schicksal des deutschen Dichters Jochen Klepper, der mit einer Jüdin verheiratet war und sich unter dem Druck der Judenverfolgung im Dritten Reich das Leben nahm. Einen Tag vor seinem Tode hatte er eine Unterredung mit Adolf Eichmann. Es ist hier ein gedruckter Auszug aus dem Tagebuch des Dichters Jochen Klepper. Dieser war mit einer jüdischen Frau verheiratet und hat unter dem Druck der Verfolgungsmaßnahmen am 10.12.42 Selbstmord begangen. Wenn man die Aufzeichnung durchliest, so ergibt sich, dass Eichmann den Dichter Klepper am Tag vor dessen Tod, nämlich am 9.12.42, nach einer Vorbesprechung durch den Ministerialträger gesprochen hat. Er sagt ihm zum Schluss, er denke, die Sache wird klappen. So steht es hier in der Spalte 3 des Berichts. Herr Zeuge, erinnern Sie sich an diese Besprechung? Ich erinnere mich ungefähr an die Begegnung. Ich konnte von mir aus nichts veranlassen. Ich werde ihm einen Zwischenbescheid gegeben haben, man sieht es förmlich aus den Worten. Schon deswegen konnte ich nichts veranlassen, weil ein generelles Verbot Himmlers bestand und dieses Verbot lockern oder aufheben im Einzelfall konnten nur meine Vorgesetzten. Aus dem Dokument ist weiter ersichtlich, dass der treibende Faktor in diesem Fall die Angst des Mannes war, die ihm Frick einjagte durch die Worte, dass bezüglich der Zwangsscheidung eine Ehetrennung möglich sei. Interessant ist, dass sein eigener Staatssekretär diese Zwangsscheidung auf der Wannsee-Konferenz mit dieser Intensität betrieb. Ich darf noch hinzufügen, dass Frick nach dem Text hier gesagt hat, und das wohl das Wesentliche, die Zwangsscheidung, und das bedeutet nach der Scheidung gleich die Deportation des jüdischen Teils. Das war ja die Folge der gesetzlichen Maßnahmen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, meine Damen und Herren, auf Wiedersehen und Wiederhören bei unserem nächsten Bericht aus Jerusalem am Dienstag, den 4. Juli. Gute Nacht. Trotz allem weiß ich natürlich, dass ich meine Hände nicht in Unschuld waschen kann. Diejenigen, die planten, entschieden, anordneten und befahlen, haben sich durch Selbstmord der Verantwortung wirklich entzogen. Obgleich an meinen Händen kein Blut klebt, werde ich sicherlich dabei irgendwie zum Mord schuldig gesprochen werden. Aber wie dem auch sei, ich bin innerlich bereit, auch persönlich für das furchtbare Geschehen zu sühnen. Und ich weiß, dass mir die Todesstrafe bevorsteht. Ich bitte auch gar nicht um Gnade, denn es steht mir nicht zu. Ja, wenn es einen größeren Akt der Sühneleistung bedeutet, bin ich bereit, als abschreckendes Beispiel für alle Antisemiten der Welt, mich selbst öffentlich zu erhängen. Nachdem ich dergestalt dieses mein Wollen gewissermaßen mir selbst offenbaren konnte, am Ergebnis der Wannsee-Konferenz, in dem Augenblick hatte ich eine Art pilatusche Zufriedenheit in mir verspürt, denn ich fühlte mich bar jeder Schuld. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches, es befahlen die Päpste, ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren. Der Eichmann-Prozess in Israel steht nach so vielen Wochen
noch immer im gleichen großen und erregenden Interesse der Öffentlichkeit wie am ersten Tag. Auch jetzt, da Eichmann im Zeugenstand seine im fast unerträglichen Hitlerjargon vorgetragenen Unschuldstiraden von sich gibt, berichten die Zeitungen des Landes über jede Phase, über jedes Wort seiner eigenen Verteidigung. Aber auch in den Gesprächen, die man hier mit Israelis führt, hat sich einiges geändert. Ein angesehener Politiker dieses Landes sagte mir, wissen Sie, entscheidend für die Haltung der Juden in Israel zur Bundesrepublik ist trotz dieses Prozesses, der viele vernarbte Wunden wieder aufgerissen hat, nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart und die Zukunft. Wenn wir Israelis, so sagt er, diese klare Feststellung treffen, so erwarten wir von den Deutschen keineswegs, dass sie täglich im Büßerhemd einherlaufen. Wohl aber erwarten wir, dass sie sich des Vertrauens, das man ihnen entgegenbringt, in der freien Welt würdig erweisen. Das Auftreten von Personen mit einer nicht ganz sauberen Vergangenheit in leitenden Positionen der Bundesrepublik ist nach meiner Ansicht, so sagte der prominente israelische Politiker, im Grunde dem deutschen Ansehen in der Welt viel abträglicher als der ganze Eichmann-Prozess. Aber nun, meine Damen und Herren, zum Prozessverlauf der letzten Tage. Eichmann setzte seine Zeugenaussage in seiner eigenen unangenehmen Sprache fort, wobei er sich bemühte, jede Schuld, wie wir sie immer wieder gehört hatten, für die Judenverfolgung und für andere Taten auf seine Vorgesetzten oder noch lieber auf seine Untergebenen abzuwälzen. Als Dr. Servatius auf das Ghetto Theresienstadt zu sprechen kam, legte Eichmann unter anderem auch einen Bericht des Internationalen Roten Kreuzes vor. Herr Zeuge, ist es zutreffend, dass Sie in den Konzentrationsangelegenheiten eine Rolle ersten Ranges spielten? Sagen Sie, welche Funktionen Sie in dieser Hinsicht hatten und welche Vollmachten? Nein, es ist nicht zutreffend. Ich hatte überhaupt keine Rolle zu spielen. Ich hatte auch keine Funktionen. Ich hatte auch keine Vollmachten. Das heißt weiter in dem Bericht: Im Verlauf des Abends entwickelte Eichmann seine Theorien bezüglich des Judenproblems. Und im Bericht heißt es, man hätte abends mit Ihnen und mit Dr. Weinemann zusammengesessen und Sie hätten diese Theorien entwickelt und dann weiter gesagt, was die allgemeinen Probleme der Juden betreffe, war Eichmann der Meinung, dass Himmler dabei sei, in diesem Moment humane Methoden zu erwägen. Weiter heißt es, Eichmann persönlich billige diese Methoden nicht gänzlich, aber als guter Soldat befolge er natürlich blindlings die Befehle des Reichsführers. Hat eine solche Besprechung stattgefunden und ist das richtig, was hier berichtet wird? Ich entsinne mich noch des abendlichen Zusammenseins auf dem Radschin in Prag nach der Besichtigung. Es ist möglich, es ist sogar naheliegend, dass ich hier meine Meinung über die Lösung der Judenfrage gegeben haben mag. Es kann in dem Fall nur eine persönliche Meinung gewesen sein. Meine persönliche Meinung habe ich hier bereits geschildert. Die Unterstellung, dass ich gesagt haben soll, dass ich die Methoden Himmlers, die zurzeit in humanere Richtungen verlaufen würden, nicht gänzlich billige, ist nicht richtig, kann gar nicht richtig sein, weil ich mir nie erlaubt hätte, vor einem Ausländer einen meiner Vorgesetzten zu kritisieren. Der Verteidiger Dr. Servatius wandte sich dann dem Kapitel der Vertreibung und Vernichtung der französischen Juden zu. Aus weiteren Dokumenten ging hervor, dass die Deportationen aus Frankreich auf Schwierigkeiten stießen. Aber Eichmann ließ sich dadurch nicht entmutigen. Im Gerichtssaal nahm er dazu Stellung. Ich habe dann eine Urkunde übersprungen. Vielleicht ja.
machen. Ist das Schreiben von Hahn an das Auswärtige Amt an Eichmann vom 25.02.43. Es wird angemahnt, die Konkretisierung der Wünsche der Reichsführung SS zur Judenfahrer in den von Italien besetzten Gebieten. Ich habe sie nicht zusammengestellt. Ich bekam die Unterlagen von Amtschef 4 und hatte diese Unterlagen in einen Bericht abschriftlich niederzulegen. Und dieser Bericht, der als nächstes Dokument folgen wird, ist dann als die Konkretisierung der Wünsche des Reichssicherheitshauptamtes bekannt gegeben worden, nachdem der persönliche Stab des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei von sich aus schon in großen Zügen eine Konkretisierung bekannt gab. Das Dokument, auf das der Angeklagte Bezug nimmt, ist TAF 613, das ist das nächste Dokument, Urkunde 962. Im Bezug heißt es laufende Besprechung mit Eichmann. Basimuchin Neymar Sichot Schottfot im Eichmann. Das Schreiben ist unterzeichnet Müller. Pamichtab Hatum Müller. Der letzte Satz des Schreibens auf Seite 3 heißt: Diese italienische Gesamthaltung in der von uns zu bearbeitenden Frage durchkreuzt schlechthin vollends die vom Führer bei jeder Rede und Proklamation publizierte Forderung. Wer hat das also verfasst? Dieses Schreiben wurde in Anbetracht der Tatsache, dass es als Grundlage für eine Besprechung... Sie wurden befragt, wer diesen Brief verfasst hätte, und darauf gibt es eine sehr kurze Antwort. Sie beachten nicht, was ich Ihnen von Zeit zu Zeit bemerke. Bitte um Entschuldigung, ich bin nur bemüht, es im Detail zu erklären. Ich verfalle immer wieder denselben Fehler. Ich bin mich bemühen, diese Sache kurz auszudrücken. אני מבקש סליחה, אני רק מתאמץ להסביר את העניין בפירוט ואני חוזר תמיד לסורי בשגיאתי ואני אשתדל לבטא עניין זה בקיצור. אז מי חיבר את המסמך? Wer also hat dieses Dokument verfasst? Entworfen hat sie mein Amtschef. Und ich habe sie gemäß seiner Disposition und seinen Sätzen, die er hineinzubringen wünschte, zusammengestellt und abdiktiert. Wer hat die in diesem Brief erwähnten Einzelheiten gesammelt? Herr Richter, das weiß ich nicht. Ich habe diese Briefe von meinem Amtschef bekommen müssen, denn der erste Brief beispielsweise, er hat Himmler an Ribbentrop berichtet, wo ich ja gar nicht einmal einen Doppel in meiner Registratur haben konnte. Ja. Dr. Van Damme, sind Sie schon längere Zeit in Jerusalem? Ja, ich habe einige Tage, ungefähr eine Woche, bin ich in Jerusalem und habe die Gelegenheit benutzt, diesem Prozess zu folgen. Ja, in welcher Phase sind Sie gekommen? Was haben Sie bisher selbst sehen und hören können? Ich bin zur Aussage von Eichmann gekommen. Ich war zu Beginn der Aussage von Eichmann da und habe den größten Teil seine Aussage mitgehört. Ja, nun, und welchen Eindruck haben Sie, Dr. Van Damme, von dem, was Eichmann so täglich im Glaskasten serviert, was er uns sagt? Ich muss sagen, dass ich außerordentlich beeindruckt gewesen bin durch die Art, in der dieser Mann seine Aussage formuliert. Es ist eine tödliche Administration. Es kommt vor das Wort Geschäftsverteilungsplan. Symbolisch für die ganze Aussage ist der Rot-Blau-Grünstift, mit dem er arbeitet. Es ist doch geradezu fantastisch, dass er sich zum Wort meldet und dagegen protestiert, dass eine Linie auf seiner Zeichnung, dass die Linie gerade ist, während die Linie in einer anderen Form verlaufen müsste. Die Linie müsste unterbrochen sein. Oder dass er heute
davon gesprochen hat, dass ein Komma nicht richtig angebracht sei. Das ist ganz fantastisch und fast dämonisch, möchte ich sagen. Es ist so, dass man den Eindruck erhält, dass hier eine Administration des Mordes mit Eichmann zusammen vor Gericht steht. Wenn er beispielsweise davon spricht, man kann das schwer den Menschen nahebringen, weil es so langweilig ist und doch trotzdem so wichtig, dass es viele nicht mitbekommen. Wenn er von Schwierigkeiten spricht und von Unbekömmlichkeiten, wenn eine Woche lang Menschen, lebende Menschen, Männer, Frauen und Kinder in einem Eisenbahnabteil eingesperrt sind, ihre Notdurft dort verrichten müssen, dann spricht er von Schwierigkeiten, die aufgetreten sind. Das sind ganz furchtbare Unmenschlichkeiten, die in dieser Administrationssprache und in dieser Verwaltungstechnik zum Ausdruck kommen. Und darum muss ich sagen, darin liegt das Geheimnis dieses Mordes an Millionen, an einer Administration, die mit Kommen, mit Linien, mit Rot-, Blau- und Grünstiften arbeitete, die dazu geführt hat. Sie haben ja, Dr. Van Damme, in Deutschland durch die Berichterstattung in Presse, Rundfunk und Fernsehen die Anklage genau verfolgt. Nun, welchen Eindruck hat man in Deutschland vom Prozess? Wie beurteilen Sie diese Reaktion? Das ist eine Frage, die dauernd im Ausland, also an mich und auch an andere gerichtet wird, in Israel, aber auch in anderen Ländern. Wie reagiert die deutsche Öffentlichkeit? Da muss man unterscheiden zwischen der offiziellen öffentlichen Meinung und der nicht offiziellen öffentlichen Meinung. Die offizielle öffentliche Meinung, die Sie beispielsweise vertreten, Rundfunk und Fernsehen, Presse, Bundesregierung, Parteien, reagieren einheitlich so wie andere öffentliche Meinungen, sehr stark gegen ein derartiges Verbrechen und sind in ihrer Verurteilung ebenso eindeutig wie in der Bejahung dieses historischen Prozesses. Die nicht offizielle öffentliche Meinung, die ich für wichtiger halte als die offizielle öffentliche Meinung, nämlich der Mann und die Frau draußen, sei es an gehobener Stellung, sei es in weniger gehobener Stellung, die hat nicht notwendigerweise die gleiche Meinung wie die offizielle öffentliche Meinung. Und man kann das nicht einheitlich, man kann diese öffentliche Meinung nicht so einheitlich beurteilen wie die offizielle öffentliche Meinung. Da möchte ich Ihnen sagen, dass ich den Eindruck habe, dass der Prozess von größerer Bedeutung ist, als man vorher annehmen konnte. Es gibt gewiss eine große Indifferenz auch heute noch, aber eine Indifferenz hat es immer gegeben und wird es immer geben und gibt es nicht nur in Deutschland. Man kann nicht erwarten, dass jeder Mensch nun sich für derartige Dinge interessiert, ob er nun dafür verantwortlich oder nicht verantwortlich ist. Auch der Nichtverantwortliche wird sich nicht immer dafür interessieren. Aber ich glaube sagen zu können, dass sich sehr große Teile dieser nicht offiziellen öffentlichen Meinung dafür sehr interessieren. Und ich habe die Hoffnung, dass dieser Prozess von Bedeutung für das Meinungsbild und für das historische Urteil, für die Bildung des staatsbürgerlichen Bewusstseins der Deutschen sein wird. Herr Dr. Van Damme, damit keine Missverständnisse entstehen, auch Ihnen, meine Damen und Herren, Sie sagten eine offizielle öffentliche Meinung. Das Fernsehen und die Presse, ich möchte fürs Fernsehen sprechen und sagen, wir sind keineswegs, damit jeder Irrtum ausgeschlossen ist, offiziell gesteuert. Das habe ich auch nicht damit sagen wollen, darüber haben wir uns ja lange genug befasst. Ich wollte nur erklären, dass da Instanzen, die sich mit der Meinungsbildung berufsmäßig befassen, sind etwas anders bewerten. Dann ist es klar. Ja, Dr. Van Damme, wie das Urteil aussehen wird, wissen wir noch nicht. Der Prozess geht jetzt in die letzte Phase. Was uns vielleicht Sorge machen könnte, ist, ob dieser Prozess vielleicht das mühsam wiederhergestellte und aufgebaute Verhältnis zwischen den Juden, die jetzt mit uns zusammenleben in der Bundesrepublik, dass das vielleicht dadurch etwas gestört, getrübt werden könnte. Zunächst bin ich der Meinung, sollte man diese Frage der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland nicht überdramatisieren. Es gibt in Deutschland, wie Sie wissen, einschließlich West-Berlin, nur 30.000 Juden, und wenn Sie den Osten hinzunehmen, höchstens 31 wollen wir mal sagen, 31 bis 32.000 Juden.
Das spielt doch gar keine Rolle gegen die deutsche Millionenbevölkerung. Und das ist schon der erste Grund, dass man diese Angelegenheit nicht dramatisieren soll. Und wenn der Prozess dazu beiträgt, dass das Geschichtsbewusstsein und die Erkenntnis der historischen Tatsachen steigt, und man kann ja keine Erkenntnisse haben, ohne Kenntnisse zu haben, die Kenntnis, die Voraussetzung der Erkenntnis, dann glaube ich, dass derartige Erwägungen gegenstandslos sind. Ich glaube, man soll das gar nicht vom jüdischen Standpunkt aufziehen, sondern nur vom deutschen Standpunkt, vom allgemeinen Standpunkt. Meine Damen und Herren, und damit verabschieden wir uns aus Jerusalem. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei unserem nächsten Bericht am Freitag, dem 7. Juli, um dieselbe Zeit.